erlebt in seinem Leben. Jobs hat es schon angesprochen, er ist heute Kinderpsychotherapeut. Und ja, wir sind gespannt auf das Gespräch und gespannt darauf, was da kommt. Schönen guten Abend, Conny. Fangen wir mit unseren Vorfragen an, ne? Ja, und ist er überhaupt da? Wie bitte? Ja. Bist du da? Wir sehen dich nämlich nicht mehr inzwischen. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Nee, ist ja gut. Nicht. Ich bin ja alt, ich habe ja Anstand. Sehr gut. So, wir haben abseits von unserem klassischen Ablauf in letzter Zeit immer so ein paar, jeweils so zwei Vorfragen. Die haben wir auch für dich. Und die erste stellt Christopher mal, die bezieht sich so ein bisschen auf deinen Job. Genau, und zwar, wir haben es eben schon angesprochen, du bist im ernsten Leben Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. In der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, und zwar, wenn man das so rausfiltern kann, was ist die häufigste Ursache für Entgleisungen eines Kindes, Jugendliches? Gute Frage. Häufig familiäre Umstände, schulische Umstände, so Setting. Ja. Aber was heißt familiäre Umstände? Dass die Eltern sich nicht richtig ums Kind kümmern oder dass da nicht genug Geld vorhanden ist? Oder von allen ein bisschen was. Also, oder die Kinder nicht so verstanden werden oder die halt ja, Probleme haben, die vielleicht so die Umwelt nicht so versteht. Es gibt ja auch viele, die einfach das angeboren haben. Also, ja. Oder dann halt überfordert sind. Corona aktuell bei vielen. Lass uns da nachher gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Finde ich gut. Zweite Frage geht so ein bisschen darum, also ich habe es ja auch schon im Vorfeld gesagt, wir haben ein bisschen was von dir schon gehört. Du warst gebürtig in Zwickau, Sachsen, jetzt auch wieder Sachsen, warst aber in einigen anderen Ländern. Warum hat es dich zurück nach Leipzig, jetzt nach Leipzig, zurück nach Deutschland gezogen? Ist das so Heimat für dich? Ja und nein, also im Prinzip wegen Familie bin ich dann hier geblieben. Ja, ich habe eine Familie gegründet und bin dann halt hier geblieben. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch unterwegs. Und ich habe ja mehr oder weniger fest einen Job gehabt und gearbeitet in Schottland für die Stadt. Und habe dann nach meinem Master ja so unbezahlte Freistellung genommen und bin dann einige Touren gefahren und habe dann die Sachen so nachgeholt, die durch Studium halt schwierig waren zu machen. Und ja. Es geht jetzt schon fast ein bisschen zu sehr in die Details. Da kommen wir sicher später noch. Also wie gesagt, das ist einmal Heimat, ja klar. Freunde, Familie. Ja. Absolut legitim. Dann fangen wir mal mit. Wir machen weiter, ne? Also jetzt fangen wir mit dem ganzen Punk-Quatsch, Hardcore-Quatsch an, der ja bei dir auf jeden Fall auch immer noch eine Rolle spielt im hohen Alter. Wann kam Punk in dein Leben, Billy? Ja, also im Prinzip war ich immer sehr musikaffin und habe so Formel 1 und Hitparade und alles Mögliche so verfolgt, was im kapitalistischen Ausland so gelaufen ist. Und ja, hatte, ja, was so Powerpop, so ein bisschen punkig war, schon gehört gehabt, aber so richtig war Tommys Popshow Extra, 83 oder 84. Und da war ein Auftritt von Billy Idol und das kam immer vor, kurz vor Silvester, zwischen Weihnachten und Silvester kam das in der Nacht und dieser Auftritt, ja, dann habe ich gesagt, ja, das ist es, was ich sein möchte. Punk. Obwohl es ja auch nicht wirklich Punk ist, Billy Idol, aber ja, und so bin ich da reingerutscht. Welche Ära von Billy Idol war das? War das die Rebel Yell? Die Rebel Yell. Also man kann das auf YouTube gut finden, dieses
auch die unzensierte Version, also das war dann den nächsten Tag in allen, also in allen westdeutschen Zeitungen, die wir ja nicht gekriegt haben, aber Und es gab einen Skandal oder was? Im Prinzip hat er sich selber ins Gesicht gerotzt, hat sich auf den Bühnenboden gelegt, seine Keyboarderin hat bestimmte Bewegungen über ihm gemacht und es gab einen totalen Aufschrei. Und das war ein Live-Ding oder was? Das war live. Und der war, also wenn man das so heutzutage anschaut und ein bisschen Ahnung hat, war der halt komplett zugedröhnt. Und das war eine Live-Show und das kam halt, wie gesagt, das glaube ich nicht, der würde keine Drogen nehmen. Nein, habe ich auch gedacht. Nein, ja. Da täuschst du dich definitiv schon mal. Okay, aber guck mal, du bist 69er Jahrgang. Genau. Das heißt, 83 warst du 14. Ja. Inwieweit, und du hast gerade gesagt, das war für dich so eine Punk-Initial-Ding, aber inwiefern hast du das noch so als Punk überhaupt identifizieren können? So, also, als, ich meine, ich bin ein bisschen jünger, Billy Idol aber dann auch schon in der Zeit schätzen und lieben gelernt, aber es hat für mich nichts mit Punk zu tun gehabt. Also wie hast du da die Connection gehabt? Oder dachtest du wirklich, das ist Punk? Im ersten Moment dachte ich schon, das ist Punk, aber ich hatte halt viel Glück. Also ja, im Osten hat man ja nicht wirklich Zeitungen oder Fanzines oder sowas gekriegt. Aber ich hatte gute Connections zu meinen Verwandten im Westen. Und die waren zum Beispiel eine aus Wuppertal, meine Großcousine, die war halt auch so ein Punk und ein bisschen gossig. Und die hat mir dann immer so Tapes mitgegeben, meiner Großmutter, für mich. Und da hatte ich dann schon ein paar gute Tapes und ein paar gute Platten. Ja, komm. Das ist ja total cool. Ein paar Namen raus. Ja. Von frühen Sachen, die dich so angesprochen hatten. Ja, das ging mit Pet Shop Boys los. Mhm. Dann Ärzte hat sie mitgebracht gehabt. Dann, was hat sie noch? Living in a Box. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Die hatten doch noch einen Song, der hieß auch Living in the Box. Genau. Aber Living in the Box, natürlich. Ja. Ja. Die Platte hatte ich. Dann so verlaufen. Moment, aber das war nicht die Band, die sich immer so besprühte Doc Martens anhatte, oder wie hießen die? Nein, nee, das waren Doctor and the Medics. Nein, das war nicht Doctor and the Medics. Da war es King. King war das. King, genau. Mit dem großen Hit Love and Pride. Richtig. Habe ich als Maxi-Single hier. Habe ich auch als Single zu Hause, original. Ja. Gut. Nee, großartiger Song, aber ja. Auch Böse Onkels hat meine Oma mitgebracht, auf Anraten von meiner Großcousine. Also das war halt alles Mischmasch. Also die hat halt Platten empfohlen bekommen von meiner Großcousine und die hat es dann irgendwie über die Grenze geschmuggelt. Und die kam tatsächlich auch so regelmäßig euch besuchen oder war das so einmal alle drei Jahre? Nein, meine Großmutter, dadurch, dass die Rentnerin war, konnte die ja regelmäßig in den Westen fahren. Ah, und so. Wir haben regelmäßig von Cousins bzw. Anderen Verwandten halt Besuch bekommen. Also der Vorteil, damals in Zwickau zu leben, war ja der, dass man nicht weit weg war vom Sendemast von Hof. Und die haben ja in den Osten rein gestrahlt. Direkt verstärkt und ich habe halt alle drei Programme gehabt von Kind auf an. Also ich hatte zum Beispiel DDR2 nie, aber ARD, ZDF in Bayern, das lief bei uns. Okay, sind wir musikalisch natürlich, das ist so klassisch, das ist alles, was da so, also jetzt mal vielleicht von abgesehen von Onkels, aber Ärzte war ja auch schon ein bisschen mainstreamig, ne? Genau. Und dann, was ist denn jetzt aber gerade mal mit, das ist auch sehr alles Westkram, ne? Also jetzt, es gab natürlich auch diese ganze große Ostpunk-Szene, die man ja dann auch im Teenageralter theoretisch schon mitkriegen kann. Hat das irgendwie eine Rolle für dich gespielt? Ja klar, aber die kam eigentlich erst später. Also die war so Mitte, Ende der 80er, nicht in der Zeit. Also ich mit meinen 14 Jahren, 15, nee. Das war dann ausschließlich später. Westmusik gehabt. Wie bitte? War ausschließlich Westmusik. Ja.
Und DDR-Rock war mir suspekt. Zu Recht, wenn du mich fragst. Vollkommen, stimme ich dir vollkommen zu. Naja, aber, gibt's ein paar geile Sachen. Moment, eine Sache würde mich ja schon interessieren. Habt ihr damals den Westen eigentlich so uneingeschränkt tatsächlich auch gut gefunden wegen dem allen? Oder gab es da auch so eine Skepsis oder so irgendwie? Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass im Westen nur noch die Sonne scheint und dort alles nach Gold glänzt. Nein, ich habe ja auch durch Verwandtschaft, Familie auch die Schattenseiten gesehen. Also wenn zum Beispiel ein Onkel bei, der hat in Bochum, hat er, ich glaube, was war der Opel, glaube ich, war in Bochum. Ich glaube auch, ja. Da hat er seinen Job verloren und war dann arbeitslos. Also das hat man schon mitbekommen. Aber ich sage mal so, für mich war immer der Wunsch, in den Westen zu gehen, weil die Freiheit einfach größer war als wie im Osten. Was hast du im Teenager, also wie hast du denn diese Unfreiheit für dich als Teenager erlebt? Also was, ich meine, es gab auch die ganzen klassischen FDJ-Geschichten und so, das war, wie war, hast du das mitgemacht oder nicht? Das war nicht mal so das große Ding. Ich bin ja, wie gesagt, in einem Dorf vor Zwickau groß geworden. Da war jetzt die Partei nicht so angesagt, sagen wir mal so. Und da war die Kirche größer als wie die Partei. Und man hat das aber trotzdem überall mitbekommen, in der Schule und sonst was. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich war erste oder zweite Klasse. Also wie gesagt, mein Cousin im Westen, der war irgendwie 2 Jahre älter als ich. Der hat zum Beispiel sich immer von uns die Amiga-Platten schicken lassen von Ostrock. Und dann haben wir so getauscht. Und dann hatte ich von denen halt viele Klamotten gekriegt, die dann halt gebraucht waren, die man dann getragen hat. Und da ging das schön in der ersten, zweiten Klasse los, dass man dann nach Hause geschickt worden ist, weil das halt ne, wie weiß war oder weil das T-Shirt halt nicht okay war oder nicht gepasst hat. Und ich glaube, mein Direktor in der ersten oder zweiten Klasse war. Das hat mich dann in sein Büro geholt und hat mich dann ziemlich zusammengeschissen, weil ich Westklamotten anhatte und meinte so, ich soll nach Hause gehen und mich umziehen und mit ordentlichen Sachen zurückkommen. Und dann habe ich bitterlich angefangen zu weinen, weil ich nicht bloß im Slip, also in Unterhose kommen wollte in die Schule. Also das hat man schon mitbekommen. Und dann natürlich auch war klar, dass es irgendwie, ja, das hat man vielleicht nicht so als Kind mitgekriegt, aber es war immer klar, man darf nicht alles sagen und man muss aufpassen, was man sagt. Und ich meine später, dadurch, dass ich halt in dieser ganzen Punk, Skinhead, Grufti-Szene war, hat man natürlich auch... breites Spektrum übrigens auch. Naja, wir hingen ja alle zusammen. Klar. Also das war ja im Prinzip, waren wir alle die, die nicht den Staat wollten oder was anderes wollten. Und da gab es eben nicht diese Fraktion, dass man sagt, okay, das sind Punker und das sind Skinheads und das sind Gruftis und wir haben mit denen nichts zu tun, sondern man hatte mit denen zusammen immer was zu tun gehabt und war befreundet untereinander. Und und wir sind schon, ich kann es mal so sagen, verfolgt worden, schon, ja klar. Also ich wäre ja niemals freiwillig in der NVA gegangen, hätte es nicht eine Staatssicherheit gegeben. Na gut, da kommen wir noch zu. Aber was mich noch mal interessieren würde, du hattest ja offensichtlich eine relativ gute Versorgung aus dem Westen mit Musik, Tapes, Klamotten und so weiter. Ja. War das so üblich, hatten viele Jugendliche, viele deiner Freunde, wurden die so aus dem Westen versorgt oder... stachst du schon auch unter deinen Freunden dadurch heraus, dadurch, dass du so guten Westdraht, gute Westversorgung hattest? Und gab es da gegebenenfalls auch mal Neid? Habe ich so nie mitgekriegt, aber man hat natürlich versucht, irgendwie die Sachen zu kriegen, die halt wichtig waren. Also zum Beispiel gab es im Osten bestimmte Arbeitsschuhe, die sahen nicht mal aus wie Doc Martens, aber die waren halt hohe Schnürstiefel. Und die gab es aber normalerweise nicht in den normalen Betrieben. Und das war dann schon ein Ding, wo man sich dann gegenseitig versorgt hat.
oder ein Kumpel von mir, der hat sich so Geld verdient, in Anführungsstrichen, der hat halt, der konnte gut malen und der hat dann Buttons gemalt und Aufnäher und so, sodass das schon, ja, so wie man es halt im Westfernsehen gesehen hat, sagen wir mal so, schon ziemlich ähnlich war. Christopher, du isst gerade? Ich? Nein. Nee, Christopher isst. Ja, wie kommst du denn darauf? Ich trinke was. Wir machen zum ersten Mal einen Livestream oder dachtest du, du musst gleich mal was essen, oder was? Ja, genau. Finde ich gut. Why not? Okay, aber wir bleiben bei Billy. Ich war nur etwas irritiert. Das mache ich doch nur, um dich zu irritieren. Sonst ja, das schaffst du ja fast jedes Mal, ehrlich gesagt, mit irgendwas. Ich glaube, Christopher will mich locker machen. Kann sein. Ich dachte, das macht der Smirnoff vor dir. Nein, das ist Orangensaft. Natürlich. Haben wir eben schon geklärt. Ja. Aber mich würde noch mal interessieren, wie haben eigentlich, also hast du Geschwister erstmal? Ja, zwei. Und zwei. Wie haben eure Eltern so getickt? Waren die im Grunde auch, ich sag jetzt mal so ein bisschen systemkritisch eingestellt oder wo standen die so in der Skala? Ja. Also damals habe ich die schon systemkritisch erlebt, aber jetzt nicht so, dass die das forciert hätten. Also die haben, also ich weiß, dass meine Mutter immer Angst um mich hatte, dass ich irgendwas Blödes sage oder irgendwas mache und dafür dann halt irgendwie Konsequenzen spüre. Die fand das nicht toll. Und das ist jetzt ja auch nicht unberechtigt. Nein, so eine gewisse Sorge, ne? Nein, aber man war ja auch, ich würde es mal so sagen, vielleicht manchmal ein bisschen naiv. Man wusste damals nicht, wie tief die ganze Sache geht. Das ist mir auch erst viel, viel später so die ganze Tragweite aufgefallen. So erst so 87, 88, 86. Und ja, mein Vater ist eine andere Geschichte. Aber lass uns gerne mal in diese 86, 87 Zeit springen. Das heißt, du bist da irgendwie schon fast erwachsen, 16, 17, 18, sowas die Geschichte. Na, Lehrling. Genau, wie können wir uns dich auch optisch in der Zeit vorstellen? Bist du da schon irgendwie so punkmäßig? Oder also eher richtig. Bist du aufgefallen optisch ja. auch? Ja. Dann beschreib mich mal, wie du mit 17 ausgesehen hast. Klamotten, Haare? Ja, Jeanshose hochgekrempelt, Arbeitsschuhe, T-Shirt. Bandshirt? Nein, ja, nee, das war jünger. Mit 13, 14 habe ich ein ABBA-Bandshirt gehabt. Aber auch ja. Ja. Ich meine, immerhin war das die sauberste Band der Welt. So haben sie sich ja angekündigt. Und ich wollte auch sauber sein. Nein, damals hatte ich ein ABBA-Hemd. Nein, wir haben das selber gemalt alles. Finde ich richtig cool, ja. Ne? Und also wie gesagt, der Kumpel von mir, der so gut zeichnen konnte. Halt, ja, ja. Genau, der hat dann halt auch Bandshirts gemalt. Und was denn so zum Beispiel? Also dort, wo ich groß geworden bin, da war eine sehr verstärkte Heavy-Metal-Szene. Mhm. Und mit denen hatte ich auch dann immer mal so kleine Gefechte, weil die halt das nicht toll fanden, was so anders war als wie Heavy-Metal. Aber was hast du denn für T-Shirts angehabt, die Heavy-Metal-Boys und Girls schlecht fanden? Das war egal, ich hatte ja keine langen Haare. Ah. Ich hatte einen modernen Kurzhaarschnitt, so wie jetzt. Also du warst damals schon so im Skinhead-Look, richtig? Ja, so von noch ein paar Haare, so, dass man das so ein bisschen hochstellen konnte und dann, ja, so in die Richtung, ja. So mit 15, 16 war so eher diese, ja, so Krufti-mäßig, also ja, nicht Krufti, so Post-Punk, so Bauhaus-mäßig. Sagen wir mal so Killing Joke. Und ein bisschen auftopiert. Genau. Da waren wir ja noch in der Schule, das ging ja nicht. Aber eine Sache, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Du hast eben noch gesagt, und damit ich das richtig einordnen kann, dass ihr eigentlich so eine Gruppe von Jugendlichen waren, die alle, also Gruftis, Skinheads, Punks, so, die
zusammenhielten und im Anderssein gemeinsam zusammenhielten. Genau. Aber die Heavy-Metal-Typen, die gehörten dann nicht dazu. Da gab es dann auch schon so Rivalitäten zwischen euch oder mir. Ja, so habe ich es erlebt. Okay. Und okay. Also die Älteren, so meine Generation oder vielleicht auch noch ein bisschen älter, die können sich sicherlich auch daran erinnern. Also wir sind im Sommer nach Göhren auf Rügen gefahren und dort war ein schöner, da ist immer noch der Zeltplatz und dort haben wir dann zusammen 2 Wochen verbracht und dann ist so ein D-Zug hieß das damals, also ein Schnellzug von, der kam glaube ich sogar von München, aber jedenfalls von Zwickau über Chemnitz, Berlin hoch nach Bergen und da sind dann überall die Leute zugestiegen. Also in Berlin waren extrem viele Psycho-Billys damals, hauptsächlich von Köpenick, die da mitkamen. Und wir waren dann oben und haben dann so mit einer großen Meute jedes Jahr gezeltet. Und ja. Und dann gab es. Klingt doch eigentlich ganz cool, wenn diese ganzen. Das war total cool, bis dann halt die Bereitschaftspolizei eine Nacht kam und dann uns alle weggeholt hat. Und weggeholt heißt dann richtig so in Knast geworfen oder was? Okay. Das heißt, die haben euch eingesammelt, die wurden in den Knast gerufen, wurdet ihr dann irgendwie verhört? Ich wurde nicht in den Knast geworfen, ich hatte Glück. Ich bin früh aufgewacht und alles war weg. Weil ich war, dort war so ein Berufsferienlager, Zeltlager daneben, wo wir gezeltet hatten. Und dort waren wir, ein Kumpel und ich, über Nacht, weil wir dort noch was getrunken hatten und mit denen gefeiert hatten, waren halt viele junge Damen. Und ja, wo wir früh aufgewacht waren, dann war alles weg. Und die Leute, die sie weggenommen haben oder mitgenommen haben, da sind die halt mit großen LKWs rein, haben erstmal alles mehr oder weniger zusammengeschlagen, auf den Rohbohr draufgeworfen und haben die mit nach Stralsund genommen. Und einige hatten dann Rügenverbot oder Ostseeverbot. Manche kamen zurück. Ja. Weil das Problem ist, du durftest ja auch nicht an den Strand nach einer bestimmten Uhrzeit, weil du könntest ja Republikflucht machen. Ah ja, na klar. Und dann ist immer so, Scheinwerfer von jeder Seite hat den Strand abgeleuchtet und dann sind auch Grenzsoldaten dort Wache gelaufen. Und wir in unserem jugendlichen Leichtsinn haben natürlich dort eher gefeiert und Lagerfeuer gemacht und auch unsere Mixtapes abgespielt. Ja, was vielen wahrscheinlich nicht gefallen hat. Ich versuche gerade mal so ein bisschen, ich habe noch nicht so richtig so ein Bild, was du damals für dich warst. So, also es klingt für mich so ein bisschen wie Teil schon so einer subkulturellen Szene, die es überall gegeben hat. Ihr habt euch so gegenseitig erkannt an irgendwie nicht standardmäßigen Frisuren etc. pp. Also klar ist das, also es klingt erstmal für mich als Identifikation total sinnvoll, wenn das so war. Und im Zweifelsfall auch so, eigentlich war es so, okay, ich, was ja auch mit Inhalt irgendwie verbunden ist, ne? Zumindest jetzt auch erstmal gegen die da oben oder also was gab es da schon an subkulturellen, an Widerstandsgedanken etc. pp. Oder war das einfach, warst du so ein Party-Dude? Also das habe ich noch nicht. Also damals war es noch gefährlich. Mhm. Also das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man die Zeit nicht miterlebt hat oder schwer nachvollziehen oder also so in der DDR rumzulaufen war gefährlich. Und man ist aufgefallen und man war eben nicht konform. Und das war schon. Aber das war ja auch eine bewusste Entscheidung dann wahrscheinlich von euch oder von dir in dem Fall. Von uns, ja. Ja. Auf jeden Fall. Also das war ja nicht, was man sich dann über Nacht überlegt und sagt, jetzt tue ich das mal machen. Ja, klar. Weil einfach, ja, da hing ja Zukunft in Anführungsstrichen auch das weitere Leben dran. Also. Ich kenne viele Leute, die Punker waren und dann wegen asozialen Paragraphen, den es ja in der DDR gab, in Knast gegangen sind. Oder ja, wir hatten ja ein Recht und eine Pflicht zur Arbeit.
Und es gab ja auch da Leute, zum Beispiel also hauptsächlich in der Punk-Szene, die darauf nicht unbedingt Bock hatten. Und es war, also dieses politische oder dieses Aufbegehren, das kam dann auch mit der Zeit, also mehr Aufbegehren, also alleine schon, das war ja ein Statement. Und dass wir dann so Slogans an Wände geschrieben haben, wo dann auch ja, die Staatssicherheit oder die Polizei gesucht hat, das kam dann so 87, 88. Ja, so in der Zeit war das. Also ich bin ja auch nicht 88 verhaftet worden, wegen, weil ich keine Haare auf dem Kopf hatte oder auftopierte Haare hatte. Und ich kenne viele, also so Freunde von mir, die halt, wenn die Wende nicht gekommen wäre, ja, ziemlich schlecht dran gewesen wären. Und auch das sind ja immer Entscheidungen gewesen, die man dann treffen muss, weil in der Regel kriegt man ja da auch verschiedene Angebote, was man machen kann, um vielleicht auch nicht bestraft, also nicht in Anführungsstrichen bestraft zu werden. Also ich meine, in vielen Punkbands waren ja auch inoffizielle Mitarbeiter des MFS tätig. Und wie gesagt, für mich ist eigentlich das Ausmaß, was die an mir investiert hatten, erst nach der Wende so richtig klar. Also ja, zum Ende, so 88, 89, wo ich dann in der Armee war, und dann kurz nach der Wende klar geworden. Also, dass die an mir dran waren, das wusste ich, aber nicht in dem Umfang. Und ich glaube, jeder, der damals so in der Szene unterwegs war, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, dann lass uns doch gleich schon mal da bleiben. Also, du hast ja gesagt, du bist 88, hast du mehr Ärger gehabt, also dann führen uns da mal so ein bisschen durch, also was, warum so, also dass das irgendwie sozusagen, dass ihr beobachtet wurdet als naja, es gab nicht konforme Jugendliche, das war ja schon immer. Sozusagen mehr, aber erzähl mal so ein bisschen, A, was, warum du sozusagen mehr Ärger gehabt hast und B, auch was sozusagen angeboten wurde, du hast schon gesagt, du warst dann irgendwie in der NVA, dass du das mal so ein bisschen erzählst, wie das passiert ist. Naja, wenn man so rumgelaufen ist, war man schon mal nicht konform. Das, dann ist man so ins Spotlight meistens gekommen. Und es gab zum Beispiel in Werdau eine Diskothek, die hieß Stadtcafé. Und dort war immer eine Disco sonntags von 4 bis abends 9. Weil 4 ist ein Zug angekommen, der kam von Rostock. Und 9 ist einer wieder hochgefahren nach Rostock. Und dann hat sich so, was man heute Subkultur nennen würde, dort getroffen. Und auch schon da gab es ja Polizeirazzia und solche Sachen. Ja, weil wir schon alleine nicht so aussahen wie, also es gab ja auch, wie soll man das sagen, Anklagepunkte, nicht sozialistisches Auftreten der Öffentlichkeit. Auch das habe ich ja gekriegt, unter anderem. Und dann gab es nicht sozialistisches Führen von Reden in der Öffentlichkeit. Also das waren schon, ja, und dann hat man sich immer sonntags getroffen dort. Und da ging das schon los, wenn man dort war, dass dann auch öfters mal so Polizei nachgefragt hat, wer geht denn dorthin und so. Und dann sagt man so, naja, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Dann kriegt man schon mit, dass die irgendwie hinterher sind. Und dann hat sich 87, 88 so ein bisschen die politische Lage meiner Meinung nach geändert. Dann war die Zionskirche, diese Sache in Berlin, wo es diesen ja, Skinhead-Überfall gab auf die Kirche. Also die Kirche war ja so Freiraum für uns alle. Und ja, wir waren, viele von uns waren halt irgendwie in der Kirche aktiv, weil die uns auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Also auch in Leipzig war ja zum Beispiel die Kirche,
die solche Sachen angeboten haben und gewisse Freiräume gegeben haben. Natürlich kam später raus, dass die auch mit Stasi zersetzt war, aber zu einem großen Teil konnte man sich dort erstmal ausleben. Und auch das war ja nicht gerne gesehen, dass man in eine Kirche geht. Und dann war das so 87, 88, dann haben die so richtig auch Propaganda gemacht gegen Skinheads. Da gab es auch so ein paar, zwei, drei, ja, wie soll man das sagen, so Schauprozesse. Und Punker waren in der DDR ja auch nicht deswegen geliebt, weil die haben ja gesagt, es no future, es gibt keine Zukunft. Aber die Zukunft war ja der Kommunismus, wo wir alle hinwollten. Und deswegen waren die auch nicht so beliebt bei den Staatsorganen und Krufti sowieso nicht. Und Skinheads wurden dann halt so 87, 88 so richtig in den Fokus genommen. Und dann ging das los, dass 88 viele Leute Ausreiseanträge gestellt hatten und auch viele Künstler sich ausgesprochen haben. Und da gab es zum Beispiel Stefan Kraftschick, das war sowas wie ein Liedermacher, also habe ich mir nie angehört, aber den haben sie dann ins Gefängnis gesperrt. Und da haben wir dann zum Beispiel in unserem jugendlichen Leichtsinn eine Bushaltestelle mit Ölfarbe geschrieben, Freiheit für Kraftschick. Das ging halt nicht wegzuwischen, beziehungsweise man konnte auch nicht mit weißer Farbe drüber streichen. Dann mussten die das Bushäuschen halt einen Putz abhacken und neu verputzen. Wir haben eigentlich was Gutes getan für unsere Gemeinde. Dadurch, das heißt, du warst daran beteiligt? Ein Freund von mir war daran beteiligt. Okay. Und wir wussten das natürlich, aber der ist dann nochmal Ölfarbe kaufen gegangen. Und da haben sie den dann weggenommen. Und der hat zum Beispiel seinen Studienplatz verloren, war dann arbeitslos. Und wenn er arbeitslos wäre, wäre er eigentlich ins Gefängnis gekommen. Mhm. Und der hat einen Job gefunden bei der Reichsbahn und musste mit einem Hammer die Schienen abklopfen. Und aber auch der hat dann nach der Wende halt dann, wie soll man das sagen, Karriere gemacht, akademische. Mhm. Und so ging es ja vielen. Also ich durfte ja auch kein Abitur machen, zum Beispiel. Ich würde noch mal ganz kurz gerne einhaken, weil ich das, also den Geisteszustand noch ein bisschen genauer verstehen will. Denn zu der Zeit, von der du jetzt sprichst, oder zumindest große Teile davon, da war ja von Wende und so weiter noch überhaupt nichts in Aussicht. Nein. Oder? Ich unterstelle jetzt mal, dass ihr im Grunde ja euch mit der Obrigkeit angelegt habt, ja, zu einer Zeit, wo es eigentlich ja, wo Freiheit ja eine Utopie war. Richtig. Also das war ja nicht irgendwie so, in zwei Jahren ist ja sowieso alles anders oder in drei oder wie auch immer und wir sind jetzt hier die Vorboten, sondern das war ja eigentlich ein Aufbegehren, das zu der Zeit eigentlich hoffnungslos war. Ne? Also ihr habt euch ja gegen etwas gewehrt, wo ihr nicht ansatzweise davon ausgehen konntet, etwas bewegen zu können. Oder war da schon auch irgendwo der Gedanke, dass ihr gedacht habt, unser kleiner Widerstand, sage ich jetzt mal, ne? Und sei es das Beschreiben, das von so einer Bushaltestelle ist, was ja auch so ein kleiner Akt des Widerstandes ist oder anders auszusehen. Das war ja auch irgendwie anders zu sein, war ja eine Form von Widerstand. Der Ausdruck, ich will nicht dazugehören, so wie es ist. War da irgendwo bei euch die Vorstellung, dass ihr damit vielleicht wirklich was verändern könnt? Oder wart ihr einfach so unzufrieden, dass das aus euch raus musste, egal wie die Konsequenzen für den Moment oder fürs Leben auch waren? Du hast ja eben auch gesagt, damit konnte man sich ja im Grunde das ganze Leben auch versauen, ne? Weil einem bestimmte Ausbildungsmöglichkeiten dadurch verwehrt wurden, weil man möglicherweise in den Knast gesteckt wurde oder dann halt nur irgendwelche
miesen Knochenjobs machen wollte. Was habt ihr euch dabei gedacht, so im eigentlichen Sinne? Oder kam das so aus euch raus, ohne dass ihr überhaupt an irgendwelche Konsequenzen gedacht habt? War jetzt eine sehr lange Frage. Also das, natürlich hat man gehofft, dass es was ändert, aber eine Hoffnung, dass sich was ändert, hatten wir nicht. Also jedenfalls ich nicht. In der DDR hätte ich niemals die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Nee. Hm. Und das war ja bei vielen auch da herausbrechen. Einfach die Schnauze voll haben und Freiheit. Und ja, wie gesagt, mitunter waren wir vielleicht auch naiv. In einer gewissen Art und Weise. Wir wussten alles, was auf dem Spiel steht. Das wusstet ihr schon. Ihr wusstet also schon, dass da viel auf dem Spiel stand, ja? Ja. Ja. Hm. Aber wie gesagt, selbst ich hätte nicht den Umfang erwartet, den die bei mir betrieben haben. Also ich sehe mich nicht als den großen Widerstandskämpfer an. Ja, erzähl doch mal, ich habe es noch nicht genau verstanden. Du hast 88 Ärger mit der Obrigkeit bekommen. Wegen was genau? Also, und was ist dann passiert? Ich wusste nicht so richtig, warum. Aber wie ist das denn abgelaufen? Also im Prinzip, haben die zu Hause bei dir geklingelt oder sind die zur Arbeit gekommen? Nee, oder ich bin auf dem Bahnhof verhaftet worden. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Lehre, eine Ausbildung gemacht. Als? Damals im DDR hieß das Betriebsmesssteuerregeltechniker. Heutzutage heißt das, glaube ich, Mess- und Regeltechniker. Okay. Also so Elektronik, Elektrik. Und jetzt haben sie gesagt, wir können mit weißen Kitteln auf Arbeit gehen, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber wir hatten so diese KR, noch was Computer, die diese komischen Geräusche gemacht haben. Damit haben wir dann gearbeitet und so. Ja. Also okay, wie gesagt, das heißt, du stehst da irgendwann an einem Tag einfach irgendwo am Bahnhof. Nee, also kommt nein. Und die lass ihn doch mal eben ausreden. Die Ausbildung ging für DDR-Verhältnisse ziemlich lang. Die ging 3,5 Jahre, genau 3,5 Jahre. Und wir hatten dann in Anführungsstrichen Bergfest. Und wir sind als Ausbildungsklasse nach Berlin gefahren. Und dann sind wir zurückgekommen, also wir haben dort in so einer Jugendherberge übernachtet, kam zurück in Zwickau auf dem Bahnhof, steig aus und dann stand mein Vater mit zwei Typen dort, die irgendwie so einen langen Mantel anhatten und die dann gesagt haben, dass ich mitkomme, weil ich auf einem Punk- und Skinhead-Treffen in Berlin war. Und das stimmte auch? Nein, ich war an dem Tag oder an dieser Zeit war ich auf einer Klassenfahrt von meiner Berufsschule. Okay. Und also du kannst jetzt schon die Wahrheit sagen, ne? Das weißt du. Das weiß ich, ja. Nein, es war so. Und ich bin dann vor der versammelten Mannschaft, also meiner Berufsschulklasse und Lehrern verhaftet worden. Mitgenommen du alleine worden. Aber, sonst niemand. Hä? Du alleine, sonst niemand. Ja, ja, ich alleine. Okay. Mhm. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum die solche Punk- und Skinhead-Treffen. Wie gesagt, das war ja die Zeit auch von Zionskirche und ja, man hatte auch dann so Kontakte in Westen, also nach West-Berlin gehabt, die man sich dann, die ab und zu dann auch rüberkamen, mit denen man sich getroffen hat. Und aber da war halt nicht, ich war auf einer Klassenfahrt. Und das heißt okay, aber, das fühlt sich so an, ich auch denke, Missverständnis, war ich gar nicht, alles easy, die befragen mich kurz, dann gehe ich noch halt Abend wieder nach Hause. Ja, die haben dann schon gesagt, ja, in einer gewissen Art und Weise ja. Und dann haben die gesagt, na gut, also wenn sie was finden wollen bei mir mit Haussuchung, dann bringen sie es auch mit. Und da wusste ich, dass es halt ernst wird. Und dann haben die mich zwar nächsten Tag wieder weggehen lassen, allerdings hatten dann auch so verschiedene Wahlmöglichkeiten mir angeboten, was ich so machen kann. Halt, stopp, bevor wir zum nächsten Tag kommen, das interessiert mich jetzt wirklich im Detail. Verhaften bedeutet so richtig mit Handschellen oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wie wurde da verhaftet? Oder hieß es einfach, du kommst jetzt mit, Freundchen? Na, die haben mich mitgenommen. Mitgenommen. Und bist dann wohin gekommen? Auf so ein offizielles Polizeirevier oder wie habe ich mir das vorzustellen? Polizeirevier Zwickau, ja. Und, wie ging es dann weiter? Die haben dich dann verhört? Oder, ja, oder? Die haben mich verhört über Leute, halt auch über diesen Vorfall mit diesem Bushäuschen und wo ich halt überall war und wen ich kenne und haben versucht halt irgendwie Informationen rauszukriegen. Und dann kam halt diese Ansage, machen gerne eine Haussuchung und
auch wenn ich, wenn sie was finden wollen, dann finden sie das. Okay, also die haben versucht, dich einzuschüchtern, ne? Also, ja, klar. Ja. Und haben versucht, dich praktisch so zum, zum Verräter zu drehen. Prinzipiell ja. Ja. Mhm. Okay. Und das ging denn, wie reden wir von, die haben dich tagsüber, ihr sagt, zurückgekommen aus Berlin, also ich nehme an, irgendwie tagsüber. Nachmittag. Das, ging das denn so richtig über Stunden lang, dieses Verhör, in den Abend hinein oder war das eine halbe Stunde? Über Nacht. Über Nacht. Und dann wurde ich freigelassen. Also langsam. Und du hast dann da in so einer Zelle richtig übernachtet? Oder? Na, die hatten ja Verhörzellen gehabt, wo nichts drin war, wo man drin saß. Also im Polizei. Also wir wissen das ja alles nicht, deshalb müssen wir da jetzt ja mal nachfragen. Also im Polizeihauptquartier hatten die halt Vernehmungszellen gehabt, wo man natürlich auch dann warten muss und bis dann jemand kommt. Und also ich sage mal so, ich bin jetzt in der Nacht nicht irgendwie geschlagen worden oder misshandelt worden, das nicht. Aber sagen wir mal so, in den Mangel genommen worden. Gedroht worden. Hattest du da, also ich meine, dass da von der Obrigkeit was kommen kann, war ja offensichtlich bekannt, aber in dem Moment, wo du jetzt praktisch selber so unmittelbar in den Fokus geraten bist, hast du da auch so ein bisschen Angst gekriegt, dass du dachtest, oh shit, irgendwie jetzt wird ernst, jetzt habe ich mir richtig was versaut, oder hast du so weit nicht gedacht? Also ich meine, dass es ernst werden kann jederzeit, das war uns eigentlich allen klar. Aber natürlich hat man auch da gewisse Angst oder Unsicherheit, man weiß ja gar nicht, was die von einem wollen, also was da abläuft. Und man kannte ja auch so ein paar Geschichten von anderen, was da abgelaufen ist oder wie das gelaufen ist. Und man wusste auch nicht, was passiert. Also wenn sie behaupten, dass man da keine Angst hat, das wäre eine Lüge. Hatte sowas eigentlich auch denn Konsequenzen für die Eltern und für die Familie, wenn die Kinder, Jugendlichen so abtrünnig waren? Oder ja, ging das soweit nicht? Okay. Doch, das war sippenhaft im Prinzip. Und ja, also vielleicht noch zu dem, in dieser Zeit, 87, 88, da komme ich vielleicht auch später dazu, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, noch nicht ganz klar. Der Staat hatte Angst, irgendwie. Und das war aber nicht für die normale Bevölkerung fassbar. Und ich habe es ja dann erst durch die NVA mitgekriegt, dass die wirklich Angst hatten und auch vor uns Angst hatten. Also in Anführungsstrichen uns. Also die Möglichkeiten, die sie mir angeboten hätten, hätten in einer gewissen Art und Weise entweder meiner Familie, meinen Geschwistern, meinen Freunden geschadet. Deswegen bin ich in die NVA gegangen. Da sag mal konkret, was dir angeboten wurde. Arbeit für die Staatssicherheit, Eintritt in die Partei und auch dort Agitation. Das war das Interessanteste. Gründung einer faschistischen Skinhead-Bewegung. Ach Quark. Doch, genau so macht man das, weil man nämlich dann die Leute kontrollieren kann. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Das ist echt richtig krass. Dann Ausweisung aus der DDR. Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Also, ja, wenn man nachdenkt, und ist das eine clevere Geschichte. Ja, total. Natürlich, und ja. Dann Ausweisung aus der DDR. Oh, was das natürlich wäre doch so schlecht gar nicht gewesen eigentlich, oder? Richtig, genau. Das wäre eigentlich mein Traum gewesen. Aber dann hätte meine Brüder hätten darunter gelitten. Die hätten dann keinen Job mehr, also die hätten die Ausbildung nicht gekriegt, die sie wollten und so. Nee. Also ich wollte niemanden damit schaden. Und unter anderem halt sich dann freiwillig für 3 Jahre Armee verpflichten. Okay, das war so die letzte Option. Das ist ja okay, das ist so das kleinste Übel, was ich nehmen kann sozusagen. Genau, es hat ja nur mir geschadet. Genau, okay. Okay, aber wie schnell musstest du dich dann entscheiden? Ja. Wie schnell musstest du dich dann entscheiden zwischen den... Im nächsten oder übernächsten Tag. Also die haben mich dann immer wieder rein... Also die haben dann nicht mehr in ein Hauptquartier mich vernommen,
sondern unser ABV hat mich dann. Was ist das? Abschnittsbevollmächtigter Volkspolizei. Das war wie so der Dorfscheriff. Also wir haben die Dorfscheriff genannt. Mhm. Und der hat, und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass der einen Doppeljob hatte. Der war nicht auch bei der Stasi. Hätte man sich vielleicht auch denken können, oder? Nee, nicht unbedingt. Nee? Okay. Nee, nicht unbedingt. War das so getrennt? Ja, ja, klar. Waren ja zweierlei Dienststellen. Also die Volkspolizei war ja nicht die Staatssicherheit. Nee, natürlich, also Jobs, wie konntest du, könntest du auch nur dran denken, dass sich da Überschneidungen gibt. Also ja, okay. Da gibt es schon Unterschiede. Ja, und jedenfalls war der Stasi und dann hat er mich ein, zwei Tage immer wieder in seine Polizeidienststelle geholt und hat dann versucht, Infos rauszukriegen und hat dann halt mir diese Möglichkeiten eröffnet. Ja, zwei Tage hatte ich Zeit, irgend sowas. Also für mich war klar, dass ich niemanden schaden will. Mhm. Und okay, und dann hast du dich innerhalb der zwei Tage entschieden, hast du dich da besprochen mit deinen Eltern oder hast du das komplett alleine mit dir ausgemacht? Mit mir. Mit dir. Und okay, dann nach den zwei Tagen hast du irgendwann gesagt, ich gehe zur NVA. Wie schnell musstest du denn dann auch zur NVA? Das war ja, wie gesagt, das war ja gerade so in Anführungsstrichen Bergfest. Also anderthalb Jahre in der Ausbildung warst du? Ja, ja, so zwei Jahre so ungefähr. Mhm. Und das war, wie gesagt, Anfang Frühjahr 88. Das heißt, du warst 18, 19 sowas, ne? Ja, ja. 18 war ich damals noch. Mhm. Und ich bin am 2. März 89 zur Armee gezogen worden. Also ich habe ausgelernt und bin sofort gezogen worden. Mhm. Wer in der DDR groß geworden ist, weiß, dass das kein normaler Tag war, wo man in der NVA kam. Also es gab zwei Termine damals. Das eine war im Mai und einer war im November. Und dazwischen wurde man nicht gezogen. Und wie gesagt, ich bin dann im März in die Kaserne rein. Wo denn eigentlich? In Bad Düben. Wo ist das? In der Nähe von? Ist außerhalb von Leipzig. Okay. Es hat sich schnell herausgestellt, dass, also wir waren, die Kaserne war mehr oder weniger leer, weil wir ja dann in Unteroffiziersausbildung gegangen sind. Also drei Jahre hieß halt, du wirst Unteroffizier. Und ja, also das Ding war halt leer und es waren nicht viele drin. Und dann kam so raus, dass die meisten, also die, die gezogen worden sind im März, eben politische oder Kriminelle waren. Mhm. Oder die halt mit dem Staat zusammengearbeitet haben, um die anderen zu beobachten. Also ja, wir sind auch anders rangenommen worden. Härter. Ja. Wir hatten auch höhere Ausfallraten gehabt. Okay, aber das interessiert mich jetzt total. Also wie lief, also grundsätzlich war Ansage drei Jahre, ihr werdet alle Unteroffiziere, in der Kaserne nicht viel los. Die Leute, die da eingezogen waren, waren überwiegend so Outlaws, politische, beziehungsweise so eingeschleuste Leute vom Staat, die Leuten kontrollieren. Ja, nicht mal nur Outlaws. Es waren halt auch viele, die in der Kirche aktiv waren oder in irgendwelchen Bürgerrechts. Ja, okay, aber die wurden ja offensichtlich alle in einen Topf geworfen. Natürlich, klar. Ja, genau. Ja. Und wie lief es dann ab? Also was habt ihr da denn von morgens bis abends gemacht und wie lief der Drill härter bei euch ab als bei anderen? Ja, wir haben halt den ganzen Tag Krieg gespielt. Und hatten natürlich die Ausbildung, aber dann war viel Psycho-Drill. Also wie gesagt, einer meiner besten Kumpels dort, der hat sich dort selber erschossen. Wir hatten drei Leute, die sind dann in die Klapse gegangen, also in die Psychiatrie. Ja, mehrere Selbstmordversuche.
Aber war das ein Klima unter euch? Also ihr wusstet natürlich dann wahrscheinlich alle, dass ihr alle sozusagen keine normalen NVA-Freaks wart, sondern einfach irgendwie alle so dann mehr oder weniger gezwungen wurdet. Schweißt das zusammen oder war da auch gleichzeitig diese Angst irgendwie, ey, der andere könnte halt irgendwie auch so Stasi-Spitze oder wie auch immer sein? Also macht man da viel mit für sich aus? Muss man das machen? Oder hast du viel für dich ausmachen müssen? Oder gibt es auch so Vertrauenspersonen, wo ihr euch dann auch stützen konntet irgendwie, um den Scheiß da auszuhalten? Ja, sagen wir mal so, also man hat natürlich dann Freunde gehabt, mit denen man sich ausgetauscht hat und sich auch gegenseitig aufgebaut hat, ob die jetzt, ich sag mal so, koscher waren und nicht vom System geschickt waren, das weiß ich nicht, weil meine Stasi-Akte, ich habe die zweimal gesehen und weiß so ungefähr, was da drin steht, beziehungsweise wurde mir dann vorgelesen, aber ich habe die nie bekommen. Also meine Stasi-Akte ist verschollen, angeblich. Und ja, also ich habe das dann irgendwann viel, viel später mal versucht, nach vielen Überlegungen, weil man ja vielleicht da auch viele Freundschaften oder auch Familie kaputt macht, wenn man sich die Akte zieht, dann doch mal beantragt. Und ich hatte halt eine rosa Karteikarte. Das gab es von mir. Was heißt das? Es gab halt irgendwie so einen Farbencode. Mhm. Was dann passiert, wenn halt irgendwie Probleme sind. Ja. Also, ich wusste, dass ein Mensch, der mit mir auch dort gezogen worden ist, auf alle Fälle Stasi war oder irgend sowas, also für die gearbeitet hat, weil in der DDR war es nicht so, dass man sein Lebensweg im Prinzip gemeinsam verbringt. Und der Typ, der mit mir in der Berufsausbildung auf einem Zimmer geschlafen hat im Internat, der wurde dann mein Gruppenführer und mein Stubenvorgesetzter in der Unteroffiziersschule. Und das ist nicht häufig so. Also ich Aber war dir das damals schon klar? Ja. Okay, ja. Alles klar. Das war mir klar. Mhm. Zumal der dann auch noch in die Einheit versetzt worden ist, wo ich auch hinkam. Also da hat mich ja, 5 Jahre begleitet, so fast 5 Jahre. Und hast du dann quasi so getan, als wüsstest du das nicht und hast komplett so eine Rolle gespielt, hast dem Freundschaft vorgegaukelt und dann immer genau darauf geachtet, was du sagst? Oder hast du den so ein bisschen ignoriert, auf Distanz gehalten, kalte Schulter gezeigt? Na dann, wo das halt mit der Kaserne war, wo der auf einmal auch vor mir stand, dann habe ich schon ein bisschen Abstand genommen. Hm. Davor war mir das nicht klar. Ich glaube, das war vielen nicht klar. Oder gar? Ja, das ist ja auch total perfide, wenn praktisch so Freundschaften eingefädelt werden oder wenn so potenzielle Vertrauensverhältnisse konstruiert werden, nur um eine nahe Kontrolle über eine Person ausüben zu können. Ja, aber das war doch bei vielen Punkbands genauso, die in der DDR existiert haben. Also muss ich ja gar nicht weit weggehen, dann bleibe ich hier bloß im Coney Island, oder, Garg? Mein Freund Garg ist gerade gekommen. Hm. Ein Leidensgenosse von mir. Hi. Ja, nee. Ja, wie gesagt, vieles hat man... Ach, Moment, nur kurz damit ich das verstehe. Es wurden also auch praktisch in die DDR Punkbands wurden also auch Leute als Mitmusiker so eingeschleust, um quasi Kontrolle zu haben. Also die beste, in meinen Augen beste DDR-Punkband Attentat ist das beste Beispiel dafür. Was war da? Also klär uns auf. Der Gitarrist war halt Staatssicherheit. Das ist auch krass. Und ich meine, die haben ja im Westen sogar eine Platte rausgebracht. Auf X-Mist Connection damals noch. Genau. Ja. Und ja, und er war ja auch sehr aktiv hier im Coney Island. Ohne, ich würde sogar sagen, ohne ihn wird es Coney Island so gar nicht geben. Mhm. Das hat ja auch viele im Westen dann umgehauen. Also zum Beispiel Moses war ja im ZAP total schockiert, als das rauskam. Ja, klar. Na, also die waren ja Best Buddies. Mhm.
Aber wurden die solche Leute dazu denn auch gezwungen, weil sie irgendeine Scheiße auf dem Kerbholz hatten? Oder, unter anderem, ich hätte es oder auch war das, oder waren das auch so bewusste, sagen wir mal so Karriereentscheidungen, um sich, dass sie sagen, dass Leute das bewusst und freiwillig gemacht haben, einfach um in der Gesellschaft aufzusteigen und um sich irgendwelche Berufs- oder sonstigen Vorteile zu verschaffen? Also ich sag mal so, in der Szene will ich das niemandem unterstellen, dass der das freiwillig gemacht hat. Kann sein, weiß ich nicht, will ich niemandem unterstellen, aber es wurde immer mit Angst und Unterdrückung gearbeitet. Mhm. Und auch deswegen meine persönliche Meinung, eine Diskussion, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht, da brauche ich bloß Lebenswege und Biografien von Freunden angucken und weiß, das ist ein Unrechtsstaat gewesen. Und die hätten alles gemacht, um Kontrolle zu haben. Und natürlich, ich würde nie sagen, irgendjemand ist dort mit wehenden Fahnen aus der Szene reingegangen. Ich glaube, da war ganz viel Erpressung, Druck, Angst. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die freiwillig rein sind. Also zum Beispiel der Typ, der der Staatssicherheit gesagt hat, dass ich auf einem Punk- und Skinhead-Treffen war. Das war dann nach der Wende, 90 muss das gewesen sein, da waren wir auf einer Hochzeit, Dorfhochzeit. Da wird ja auch über was getrunken und der Typ war da, das war ein Nachbarsjunge von mir. Der war 2 Jahre jünger, also der war damals 16. Und irgendwie hatte der ein bisschen was getrunken gehabt und meinte so, ja, das ist alles schade und damals war es so toll, also auch diese ganze DDR-Nostalgie. Nostalgie geht mir so auf den Sack, auf Deutsch gesagt, weil wer dort gelebt hat, weiß, was abgelaufen ist. Und vor allen Dingen, wenn er nicht mit dem Strom mitgeschwommen ist. Und jetzt sage ich, wie gesagt, ich sage ja nicht, ich bin ja der totale Revoluzer gewesen und hier, nein, aber jeder wusste, was passiert. Und der Typ war 16, denn sein Vater war bei der Kripo, also Kriminalpolizei, und auch bei der Staatssicherheit. Und der hat seinen Sohn mit 16 Jahren angeworben, dass der auf mich angesetzt wird. Das war halt mein persönlicher Stasi-Betreuer, der halt immer Informationen gegeben hat. Und der fand das natürlich total klasse. Und in seinem Suff hat er mir das erzählt. Und dann? Was macht man mit sowas, wenn man das hört? Was hast du damit gemacht? Wie gesagt, im Dorf. Ich war mit vielen Freunden unterwegs, wir sind nach Hause gelaufen. Der hat nicht aufgehört und ich habe immer gesagt, hör auf. Und man musste mich zurückhalten, sagen wir mal so. Und es hat dann geendet, dass den seine Mutter im Nachthemd und meine Mutter im Nachthemd die Straßen lang gerannt kamen. Und, das klingt eigentlich ganz witzige Szene. So, es war eine witzige Szene, ja. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr dort gelebt. Aber ich würde mal gerne mal kurz einen Schritt zurück machen in deine, also dass es super hart war für euch alle da in Bad Düben in der NVA, verstanden. So ein bisschen für dich würde ich gerne noch mal ein bisschen wissen. Also hast du dich, weil du jetzt auch schon ein bisschen gesagt hast, irgendwie Punk-Szene etc. pp., hast du dich denn in der Zeit, also irgendwie auch als Teil der Szene irgendwie gefühlt? Wie waren Connections nach in die Szene rein? Hast du noch irgendwie mit Leuten Kontakt haben können und gehabt? Gab es irgendwie Konzerte, die du besuchen konntest überhaupt? Oder warst du selber dann? Ich hatte keinen so Ausgang. Gar nicht. Ich habe keinen Ausgang gekriegt, ich habe keinen Urlaub gekriegt. Ich hinterher. Also du warst 24/7 in dieser Kaserne quasi? Prinzipiell ja. Nee, einmal durfte ich raus. Mhm. Da kam mein Vater und DDR-Bürger wissen, Wernes Grüner Bier, was es auch heute noch gibt, war damals sehr begehrt und war eigentlich nur von Export gedacht in Westen. Und da mein Ort, wo ich groß geworden bin, neben Wernesgrün war, sind wir eigentlich mit Wernesgrüner Bier groß geworden. Und das war eigentlich Fassbier. Und wenn es dann im Laden mal Wernesgrüner Flaschenbier gab, war das eine ganz große Sache. Und so ein Kasten ist auch gerne mal für 100
Ostmark gehandelt wurden. Und ich wollte einfach mal raus und hat mein Vater in Kasten Wernes Grüner mitgebracht. Und dadurch, dass viele von den hauptsächlich Unteroffizieren, überhaupt Berufssoldaten gerne und viel getrunken haben, auch wahrscheinlich mit Grund, kam der Kasten Bier gut an. Da durfte ich halt mal auf Ausgang gehen, im Wechsel zu einem Kasten Bier. War das der einzige Kontakt nach Hause, waren so Telefonanrufe ab und an mal an die Eltern? Ja, Telefon gab es ja gar nicht. Sondern Briefe? Briefe konnte man schreiben. Okay. Also Telefon, wenn du telefonieren wolltest und du warst nicht Arzt oder Stasi, dann bist du zur Telefonzelle gegangen. Also für dich keine Chance, außer irgendwie so etwas zu schreiben, um dann mit... Man musste mit schreiben. Aber hast du Kontakt gehalten zu Leuten, die in Punk-Szene waren, über Post oder sowas? War das auch, oder gar nicht? Ging nicht. Ging nicht, okay. Du weißt ja auch, dass das ab... Also das wird ja kontrolliert. Ja, also man ist ja nicht ist dämlich. Und ich hatte zum Beispiel eine Brieffreundin in den Staaten gehabt. Auch durch blöden Zufall. Viele Jahre geschrieben, da ist halt auch der Kontakt abgebrochen. Sicherlich haben die auch vorneweg das Zeug gelesen, was wir uns hin und her geschrieben haben, aber es war halt nicht so offensichtlich. In der NVA wusstest du, dass da alles gelesen wird. Also du bist reingegangen in die Kaserne, hast dich nackt ausgezogen, hast ein Paket vor dir gehabt, also so einen Karton, hast deine Zivilklamotten reingeworfen, zugeklebt, Adresse draufgeklebt und dann hattest du nur noch... deine Uniform. Und wenn du in Ausgang gehen durftest oder halt in Urlaub, dann bist du in Uniform gefahren und du brauchtest eine Zivilgenehmigung, dass du im Urlaub dann Zivilsachen tragen darfst. Und du hattest auch keinen Personalausweis mehr, du hattest einen Wehrdienstausweis. Also so konnte auch jeder feststellen, dass du halt beim Militär bist. Also so, im Grunde war das dann ja komplett das Ende deines bisherigen Lebens. Ne? Es wurde alles abgeschnitten, du hattest keinen Kontakt mehr, du hattest keine persönlichen Gegenstände mehr, du warst komplett aufs Militär geeicht. In dieser Zeit, bist du da jemals ins Grübeln gekommen, dass du dachtest, boah, was tue ich mir hier an? Hast du jemals auch damit gehadert, vielleicht einfach... einzuschwenken und vielleicht mehr auf Kurs zu gehen, um dir also auch diese Repressalien und diesen ganzen Shit, der dir dann so angehängt wurde, zu entgehen? Nein. Es war ja eine bewusste Entscheidung, wenn man gesagt hat, ich mache das, man wusste, auf was man sich einlässt. Und okay, du gehst mit so einem Mindset rein, okay, jetzt 3 Jahre lang scheiße und danach ist dann irgendwie auch wieder erstmal wahrscheinlich gut. Aber war man damit gebrandmarkt praktisch für den Rest des Lebens, dass wenn man einmal auf dieser Schiene war, dass es im Grunde kein wirkliches Zurück mehr gab in ein... Das kann ich nicht sagen. Natürlich hatte das Nachwirkungen gehabt, aber das kann ich bei mir jetzt nicht sagen, weil ja dann die Wende kam. Ja, lass uns ruhig mal da hinkommen. Also wie gesagt, du sitzt quasi da in der Kaserne, in deiner Uniform. Was hast du überhaupt von, hast du mitgekriegt von Anfang, den ganzen Geschichten, die da passiert sind? Man muss es vielleicht anders sehen. Also, Unteroffiziersschule ging ein halbes Jahr lang. Okay. Und dann wurde man Unteroffizier, wenn man das bestanden hat, also musste man bestimmte Prüfungen machen. Wie gesagt, ich hatte ja keinen Ausgang und keinen Urlaub, außer ein einziges Mal, wo mein Großvater gestorben ist. Da durfte ich einen Tag nach Hause fahren. Und da hat man natürlich auch Freunde getroffen, logischerweise, zur Beerdigung. Und dann musste ich den nächsten Tag wieder rein. Und es gab aber Sonderurlaub, wenn man das Bestenabzeichen gekriegt hat. Und da musste man halt verschiedene Orten Mist kriegen. Und dann hat man halt das Bestenabzeichen kriegen können. Und dann gab es Sonderurlaub. Ich habe bloß keinen Sonderurlaub gekriegt. Ich habe fotografiert für ausgerollte Truppenfahne mit Foto und Urkunde gekriegt. Also das Bestenabzeichen hattest du? Das hatte ich. Ja, ich wollte ja mal raus. Ja, ja. Und ich habe heutzutage sehr lustig, weil das alle amüsiert, mich auch. Damals fand ich das ziemlich doof, dass ich das gekriegt habe und keinen Urlaub.
dann nach dem halben Jahr verlässt du ja die Kaserne und dann wird alles zusammengepackt. Und dann geht es zu deiner neuen Dienststelle, also dort, wo du halt in die Kaserne kommst. Und da kam mein Kumpel, der war Spießschreiber. Spieß war so was, ja, der hat die Verwaltung der Kompanie gemacht hat. Und der hat immer einen gehabt, der hat halt für den das Büro gemacht. Und das war mein Kumpel. Und der kam zu mir und hat mir Sachen erzählt, die niemand wissen konnte aus meiner Vergangenheit. Und meinte dann so, ja, ich so, ja, wie kommst denn du da drauf? Nee, und der so, doch, das habe ich gelesen. Ich so, hä, wie? Und dann sagt er, ich habe deine Stasi-Akte gerade vor mir liegen. Und ich so, Quatsch, ich habe keine Stasi-Akte. Also auch das war mir nicht mal so richtig klar. Ich habe das. Und dann hat er mir das Ding gezeigt. Und da war vorne so ein Stempel drauf, da stand Staatsfeind. Und dann hat er so ein bisschen was zitiert. Was haben die gesagt? Ich hätte die Fähigkeit, größere Menschenmengen zu animieren. Zu erklären, wo das herkommt, diese Einschätzung? Also gab es da irgendwie einen Grund für, dass das stand? Weiß ich nicht. Das war denn ihre psychologische Einschätzung. Und dann wurde das weggepackt, da konnte mir das ja auch nicht weiter groß zeigen, ich konnte es ja auch nicht mitnehmen. Und dann kam ich in meine normale Kaserne und dann, die mussten uns im Jahr 18 Tage Urlaub geben, der NVA. Und dann sind wir in Urlaub geschickt worden und dann wurde ich erstmal Maß genommen, wo ich dort ankam, dann war das alles komisch. Und ich hatte dann ziemlich, ja. Moment, ganz kurz eingehakt. Ihr durftet euch also nicht aussuchen, wohin ihr im Urlaub fahrt, sondern Urlaub bedeutete, es wurde ein Ort bestimmt. Nein. Man durfte nach Hause fahren. Zur Familie. Man nach Hause durfte man. Ja, ja. Okay. Ja. Und wie gesagt, war mein erster Urlaub gewesen. Und ja, ich wurde halt von vielen dort erstmal komisch angegangen. Da gab es ja auch diese EK-Bewegung, also so die Entlassungskandidaten, die waren so die Könige und die konnten mit einem alles machen. Und es war ja nicht nur Unteroffiziere. Man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja auch, also ich war Flieger-Ingenieurdienst, also ich war bei Luftstreitkräften, Luftwaffe und Flugzeugmechaniker. Und was ja erstmal gar nicht so schlecht klingt. Ne? Nö, das, und das hatte aber auch in Anführungsstrichen mit meinen Leistungen zu tun gehabt. Und dann gab es halt so eine KRS, hieß das, Kontroll- und Reparaturstaffel. Das war halt so in der Werkstatt und wir haben alle 3 Monate die Flugzeuge auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, also wie so ein TÜV. Und da wollte eigentlich jeder hin und die haben mich halt genommen. Oder ich bin dorthin versetzt worden und nicht hier irgendwie auf der Landebahn und habe hier irgendwie mit der Ölspritze irgendwie rumhantiert. Und die Einheiten dort, die waren sehr klein. Also da waren immer nur so vielleicht 4, 5 Leute pro Spezialgebiet. Und der Major, den ich hatte, der hat mich dann irgendwann mal zur Seite genommen und hat mich gefragt, was ich eben für ein Typ bin. Dass er mich anders erlebt, als wie er so sich mir vorgestellt hat. Und dann hat er halt nochmal die Akte rausgeholt und hat mir dann so ein paar Sachen zitiert. Und dass die also halt die Stasi-Akte wieder. Genau, richtig. Okay. Deswegen weiß ich, wo die halt war. Nämlich beim Militär in meiner Kaserne. Und die kann nicht geschreddert worden sein, wo dann die Stasi-Zentralen gestürmt worden sind. Und dann wusste ich auch so ein bisschen mehr, was da drin steht und konnte mir dann auch erklären, warum die so auf mich geeicht waren, weil normalerweise sowas wie ich halt nicht in der KRS gekommen wäre. Da waren eher so die Linientreuen. Aber ich war ja Bester der NVA. Okay, du bist mir noch die Frage schuldig, was hast du sozusagen von den ganzen Vorwendegeschichten mitgekriegt in der Zeit? Also was
seid ihr irgendwie da auch, nee, wahrscheinlich bist du da nicht irgendwie da auch als NVA-Soldat irgendwie aktiv werden müssen gegen die Demonstrantinnen, sondern wahrscheinlich doch. Doch. Okay, dann erzähl mal so ein bisschen, wie die ganze Vorwendezeit für dich war. Also ich sag mal so, ich habe ja gesagt vorhin, dass die Angst hatten, der Staat hatte Angst, die Regierung, die Partei. Und das wurde mir erst in der Kaserne klar, denn wie gesagt, ich bin am 2. März 1989 gezogen worden. Das war kurz vor dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, also wo hier die Panzer gerollt sind. Und wir hatten ja regelmäßig Politunterricht. Und da haben die schon gesagt zu uns, dass die mit Aufständen im Oktober rechnen, im Zusammenhang mit 40 Jahren DDR. Und es wurde klar gesagt, dass die China-Methode zum Einsatz kommt. Militär gegen die eigene Bevölkerung. Genau. Und wie gesagt, das war im Frühjahr. Und dass da ein bisschen was gebrodet hat. Hilf mir noch mal ganz kurz, weil ich das historisch jetzt nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Wie lange war eigentlich so dieser Vorlauf, bis es dann zur Wende kam? Irgendwann haben sich ja diese ganzen, da gab es ja diese Montagsdemonstrationen und so weiter. Wie lang war eigentlich der Vorlauf bis zur Wende? Reden wir da von anderthalb Jahren oder von einem Dreivierteljahr? Oder ab wann kann man sagen, da hat sich im Land richtig was bewegt? Also es hat gebrodelt, würde ich sagen, seitdem die Solidarność in Polen dann im Kriegszustand war. Die waren ja, glaube ich, von 81 bis 83 war ja der Kriegszustand in Polen. Mhm. Und man konnte ja auch als DDR-Bürger nicht mehr normal nach Polen einreisen zum Urlaub oder irgendwie. Und dann ging das los mit der Tschechei. Dann hat Ungarn gesagt, die machen die Grenze auf. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Also es waren schon einige Zeichen da, dass irgendwas sich ändert. Und das hat sich dann auch ganz schnell so rumgesprochen oder hat da tatsächlich die öffentlichen Nachrichten haben das im Zweifel verschwiegen, oder? Natürlich. Ja. Aber wir Ostdeutschen, deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen kritischer heutzutage. Wir haben gelernt, also normalerweise hast du halt eine Ostzeitung gelesen oder die Tagesschau und die Aktuelle Kamera geguckt. Und dann wusstest du, so irgendwo zwischendrin ist die Wahrheit. Mhm. Und man hat auch gelernt, Zeitungen zu lesen. Mhm. Also zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Mhm. Und vielleicht auch manchmal feinfühliger zu sein, also so Nuancen mitzukriegen, was irgendwie gerade, kann man schlecht beschreiben. Mhm. Punkt ist aber, wie gesagt, 88, da ging so die Verhaftungswelle und auch die Ausreisewelle los, dass viele Künstler oder auch Schauspieler ausgewiesen worden sind oder nicht mehr zurück durften. Also es hat schon angefangen zu brodeln. So ein bisschen. Aber es hätte niemand gedacht, dass dass die Wände oder die Mauer runtergeht. Niemand. Also ich nee, weiß nicht. Niemals. Nee, war ja auf Westseite genauso, das war ja denkbar. So, ne? Also das. Und wie gesagt. Aber lass uns mal so ein bisschen, wir können gerne lang machen heute, aber wir haben noch ein langes Billy-Leben vor uns. Aber jetzt ist es gerade spannend. Du willst jetzt nicht die Wände überspringen, oder? Ich will die Wände nicht überspringen, ich will aber in die Wände rein. Okay. Ich will nicht die ganze Vorwende noch machen. Ich will in die Wände rein. Also gucken, wie hat Billy die Wände mitbekommen? Also was genau musste er als NVA-Soldat machen? Und was war dann genau, als hier die berühmten Worte, ich glaube, ab sofort gilt das. Das war ja wie hast du das genau mitbekommen? Also November. Das geht ab sofort. Genau. Also nach meinem Kenntnisstand ab sofort, genau. Genau. Erzähl mal so ein bisschen genau, dass wir ein bisschen konkret diesen ganzen Wendekram so. Also das war aber, ja ein bisschen vorher schon. Wir kommen sonst nie, wir werden nie fertig. Okay, also kurzer Abriss. Also in der Tschechei, die Botschaft war besetzt mit DDR-Bürgern, die halt auch raus wollten. Und das war kurz vor. Ungarn ja auch, ne? Ja, Ungarn konnten sie ja über die Grenze laufen. Naja, stimmt.
In Prag saßen sie in der Bootswerft fest. Genau, hinter dem Zaun. War da nicht Genscher da? Genau, hier Genscher hat dann die Ansage gemacht, dass sie raus dürfen. Sehr emotionaler Moment immer wieder für mich, auch wenn ich, wie gesagt, in der Kaserne saß. Was die aber ausgemacht haben, worauf die DDR bestanden hat, das war, dass die Züge, die nach Hof gehen sollten, über die DDR fahren sollen. Also die Züge von Prag sind über Dresden nach Hof gegangen. Und das war zum Tag der DDR. Wann war das? 7. Oktober? Ja, 7. Oktober. 40 Jahre DDR. Und da war es schon komisch, dass du ja nicht mehr mit Uniform so richtig raus durftest oder halt auch schon die Feierlichkeiten in kleinsten Rahmen gehalten worden sind. Und wir haben zu Feiertagen immer nachmittags ein Stück Kuchen gekriegt in der Kaserne und eine Flasche Bier abends, weil ja eigentlich in der Kaserne Alkohol verboten. Ernest Grüner? Nee. Schade. Wir brauchten auch keinen Ernest Grüner. Ich war ja in der KAS und die MiG 21 und 23, vor allen Dingen die 21, hatte ein cooles Scheibenwischwasser gehabt, nämlich Ethanol, reines. Und weil wenn das an die Oberfläche kommt und es kalt ist, fängt das an so zu brodeln, wird warm und heiß und macht dann halt so die Enteisung von der Scheibe. Und dann konnte man sich so kleine Colaflaschen, die gab es bei uns damals so, abfüllen. Die hat man sich dann in Schritt gesteckt und hat dann versucht, die raus, also aus dem Flughafen raus in die Kaserne zu bringen und dann halbe mit Cola und man war glücklich. Und hatte keinen Kopf am nächsten Tag. Und erklärt dadurch einiges, Billy, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, na jedenfalls gab es dann eine Flasche Bier und an dem Tag gab es zwei Flaschen Bier schon nachmittags. Also wir wurden sturmreif getrunken. Es ist Ironie. Nee, aber der Punkt war, dass dann die Bereitschaftspolizei kam mit Schildern und Knüppeln und so und dann sollten wir nach Dresden fahren, wo ja dann auch diese Demonstration war, wo auch versucht worden ist, auf dem Bahnhof den zu stürmen. Und wir sollten dorthin mit scharfer Waffe. Und da habe ich, ja, vielleicht auch verrückt, aber gesagt, da gehe ich nicht hin, ich drehe mich eher um, wenn ich auf die schießen muss. Und nehme euch mit. Und ich musste dann, also ich musste nicht mitfahren. Ich habe dann Platzpatronen in meine AK-47 gekriegt und musste dann Wache um die Kaserne laufen mit zwei Offizieren. Kaserne beschützen sozusagen. Genau, mit Platzpatronen. Die hatten aber keine Platzpatronen. Immerhin, ne? Ja, weil also zu dem Zeitpunkt auch so diese Gerüchte gab, dass Demonstranten und das Neue Forum Kasernen gestürmt hätten und Waffen. Um sich zu bewaffnen. Genau. Und in dem Zuge wurde ich auch später dann zum Soldaten degradiert. Also ich bin einer der wenigen, die als Gefreite rein sind, Unteroffizier wurden und dann als Soldat, also als unterster Rang entlassen worden ist. Ja. Hm. Und ich wurde dann halt... Das war das Ende einer Soldatenkarriere, ne? Richtig, genau. Gut, aber okay. Und dann war natürlich in der Zeit auch, wo die Grenze aufgehen sollte. Dadurch, dass wir Luftwaffe waren, hieß es ja für uns auch, wir sind Geheimnisträger. Und dann hieß es ja, wir kommen 5 Jahre nicht raus. Also wir hätten nicht mal 5 Jahre lang, wenn die Wende nicht gekommen wäre, ins sozialistische Ausland fahren dürfen. Weil wir halt Geheimnisträger waren. Moment mal eben. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte die auch nicht, ach, ins sozialistische Ausland hätte die auch nicht, ach, da auch nicht raus. Nee. Ach so, okay. Ja gut, klar, Geheimnisträger, die müssen zu Hause bleiben. Gut, aber wenn sich da, ich meine, ihr habt dann ja offensichtlich gemerkt, da bewegt sich total viel. Gab es zu dem Zeitpunkt irgendwann so das Gefühl oder die Hoffnung, dass ihr euch gesagt habt, Moment mal, vielleicht kann sich hier jetzt wirklich was drehen? Ja. Oder war das da immer noch total illusorisch? Nein, also das war dann schon der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt dreht sich was. Also wo da die Gefechtsbereitschaft von X plus 2, also Alarm und 2 Minuten stehen, aufgehoben worden ist,
dann war klar, das ändert sich was. Mhm. Und unser Politoffizier, der musste dann auch nicht mehr Politunterricht machen, der musste dann leere Flaschen auf dem Kasernengelände aufsammeln. Also der war dann auch nicht mehr vonnöten. Also man hat das schon gemerkt. Und ist da auch unter euch so eine gewisse Euphorie dann langsam Natürlich. Aufgekommen, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt, ne, jetzt kann dieses Ganze, was praktisch vor 2 Jahren irgendwie noch nicht einmal vorstellbar war, jetzt bewegt sich wirklich was. Okay. Hm. Ja, und ich würde sogar sagen, dass viele von uns gesagt haben, ja, jetzt erst recht gehen wir nicht weg, weil wenn alle weggehen, ändert sich nichts. Okay, macht ja auch Sinn, ja. Hm. Und das war gar nicht so, wir machen jetzt hier eine Wiedervereinigung, also daran hat auch niemand in nee, ist klar. Nicht geglaubt. Nee, natürlich nicht. Nee, das war ja auch das erste Jahr oder zumindest die erste Zeit überhaupt nicht so erwartbar, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ein erster halbe Jahr. Ja, genau. Halbe Jahr, ja. Und für uns war ja auch nicht klar, ob überhaupt, was überhaupt passiert, ob wir raus dürfen, ob wir entlassen werden. Dadurch, dass ich ja Soldat war, konnte ich dann auch nach einem Jahr gehen. Also ich bin, wann war das, 24. Februar 90 bin ich entlassen worden. Und das heißt, du warst aber sozusagen noch, bis zu der Zeit warst du noch NVA-Soldat. Ja. Ja. Das heißt, Moment, also die Grenzen waren schon offen, aber weil du noch Soldat warst? Durften wir nicht. Durftet ihr nicht. Aber was wäre denn passiert, wenn du gesagt hättest, jetzt scheiß drauf, ich hau jetzt ab? Und das ist Fahnenflucht, ne? Also, es wäre Fahnenflucht gewesen und ja, es wäre. Ja, also ich weiß nicht, was die mit uns gemacht hätten. Okay. Und zu der Zeit war natürlich also, alles im Umbruch, aber grundsätzlich, also davor wenn du vom Militär abhaust, das ist ja normalerweise Knast, ne? Ja, also, davor, genau. Klar. Also davor wäre hundertprozentig Knast gewesen und es wäre logisch, nicht mal Knast gewesen, das wäre. Ja, nee, ist klar. Also ich meine schon sozusagen nach 9. November 89. Ja. Und NVA-Knast, die wenigsten waren ja auch länger als wie 14 Tage, 3 Wochen dort. Aber die kamen als gebrochene Männer wieder zurück. Hm. Also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, NVA. Ich habe ja auch nichts für diese Filme übrig, weil das immer ein bisschen verklärt. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Der geht dann halt ins Militärgefängnis. Mhm. Auch bloß einen Monat oder so und kommt dann total anders wieder raus. Mhm. Also da redet auch niemand drüber, was dort passiert ist. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. Okay. Aber das war allen bekannt in der DDR. Wenn man dorthin kommt, hast du ein Problem. Mhm. Und ja. Aber wie hast du denn sozusagen in der Zeit, also was diese Nachwendezeit, also wie gesagt, es war überhaupt nicht klar, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Wie hast du das noch erlebt? Was waren dann so deine Pläne? Insbesondere, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich den ganzen NVA-Scheiß hinter mir. Ich bin sofort in den Westen gegangen. Mhm. Also ab so Anfang 90, zack, rüber. Also erst nach NVA, gleich genau. Rüber. Nach Wohin? NVA, in der Nähe von Düren, Köln. Okay. Ecke. Mhm. Weil dort hatte Und was da zu machen? Ich hatte einen Job. Kanntest du da jemanden? Ja. Ach so. Und ich hatte einen Job. Hm. Was für einen? Mess- und Regeltechnik. Und die waren dafür da, dass wir halt Steuer- und Regelanlagen aufbauen in verschiedensten Firmen. Das Einzige, was ich gesagt habe, was ich nicht mache, war Atomkraftwerkwartung. Mhm. Das wollte ich nicht, das fand ich nicht cool. Du warst ja noch DDR-Bürger, das war aber problemlos möglich? Nein, ich bin noch richtig über, wie nennt man das hier, über die Stelle. Ich musste noch ein Interview abgeben, aber ich war DDR-Bürger, ja. Bei den DDR-Behörden oder bei Westbehörden? Genau. Also okay. Wie hieß denn das damals? Weißt du das noch, Gag, wie das hieß damals? Wo du, wenn du im Westen gegangen bist, wie das hieß, wo du da hingehen musstest? Also das war keine Asylstelle, ja, also Auffanglager, genau, Auffanglager hieß das. Mhm. Und ein großes war kurz vor Göttingen, Friedland. Friedland, ja. Genau. Und
dort ist man halt hingekommen, wenn man nicht eine Wohnung und keine Arbeit hatte. Okay. Und man wurde aber dort natürlich auch erstmal so in Anführungsstrichen vernommen, was man dort gemacht hat und wo man rüberkommt. Also das bin ich noch durchlaufen, aber nicht mehr in Friedland oder irgendwo, sondern wie gesagt, ich hatte einen Job und habe mich dann dort gemeldet und haben die sich mich angeguckt und mich interviewt und hatte ja auch eine Wohnung gehabt. Also ich hatte ziemlich schnell einen guten Start gehabt. Okay, aber du kanntest da dann ja keinen in Büren, oder? Nee. Das heißt, auch eigentlich wieder ein Sprung in ein komplett neues Leben. Und wie war denn dann so deine Wahrnehmung des Westens? Ne? Also die ganzen Jahre vorher, du warst dann inzwischen ja auch schon kein Kind mehr, die ganzen Jahre vorher der Westen im Grunde ja nur durch Westfernsehen beziehungsweise durch das, was Verwandte irgendwie so mitgebracht haben. Wie waren denn dann eigentlich so die ersten realen Eindrücke von diesem berühmt-berüchtigten Westen? So diesem ich habe es so ein bisschen als so eine Art Sehnsuchtsort ja auch, habe ich so ein bisschen rausgehört. Wie hat sich das denn angefühlt, rüber, also tatsächlich dann rüber zu fahren durch, und da anzukommen, neue Wohnung zu haben? Ich war ja auch nicht wirklich viel in meiner Wohnung. Also ich habe bei der Arbeit, wo ich angestellt war, meinen Job hatte, da habe ich Montage gemacht viel. Also ich habe ein halbes oder mehrere Monate dann, ich habe das genutzt, ja, die, in Anführungsstrichen die Welt zu sehen. Ich war halt ein paar Monate in Basel, habe dort in einer Chemie- und Medizinfirma gearbeitet, bin dann am Wochenende nach Italien gefahren oder nach Frankreich an der Côte d'Azur. Also das, was man aus dem Fernsehen kannte, habe ich mir dann angeguckt am Wochenende. Im Auto. Also in der Zeit mit so einer Subkultur-Connection, also was, da gibt es ja theoretisch, hättest du ja auch irgendwie sowohl in Rimini als auch in Basel als auch in Düren auf Punk-Shows gehen können. War das irgendwie für dich Thema in der Zeit oder da? Ja klar, weil ich hatte ja noch meine Freunde alle zu Hause. Also ich bin ja auch regelmäßig dann, also mein eigentliches Zuhause bei Zwickau war ja viel näher als wie Köln, wenn ich jetzt in Bayern oder so gearbeitet habe und hatte dann halt natürlich immer noch die Kontakte dorthin und bin dann auch am Wochenende ab und zu dorthin gefahren, klar. Nee, aber auch so in anderen Orten. Also hast du so Anschluss an Punk, Hardcore, Skinhead, Krufti, whatever Szenen gesucht oder gefunden? Ja, so zum Beispiel Berlin, Fun Records, weiß ich nicht, ob das euch noch was sagt. Ja, so Andy und Udo, oder vor allen Dingen Udo, ja, da ist man dann halt so reingerutscht und Coney Island, so. Das heißt, das hat auch, wir haben jetzt lange nicht drüber gesprochen, also sozusagen, dass dein Leben auch als Hardcore-Punk-Whatever-Dude, also das lief alles gleichzeitig. Das lief gleichzeitig, ja. Und im Prinzip habe ich ja auch den Job dann hingeworfen und bin wieder in den Osten gegangen. Wann war denn das? Ende 91, Anfang 91, Mitte 91. Das heißt, so lange war das gar nicht. Und habe dann den Job hingeworfen, weil wir nirgendwo mehr reinkamen. Also so die Subkulturen kamen nirgends mehr auf Discos rein, weil das alles so poppermäßig war. Und da haben wir gesagt, ein Kumpel und ich zusammen, los, wir machen irgendwas, wir müssen irgendwas machen, machen wir einen Jugendclub auf oder so. Haben einen Verein gegründet in Zwickau und haben dann halt Jugendarbeit gemacht mit Subkulturen. Ja. Okay, aber jetzt noch mal ganz kurz, weil entweder ich habe nicht richtig zugehört oder... Kann nicht sein. Genau. Wie war denn diese Wahrnehmung, Koti, du bist in den Westen gegangen, du bist mit dem Job, hast du die Möglichkeit genutzt, die Welt oder also mehr Teile der Welt so zu sehen? War das dann, wurden so die Erwartungen erfüllt oder war das dann auch relativ schnell desillusionierend? Ich war nicht desillusioniert, nee. Weil ich hatte nie so viel Freiheit gehabt wie zu diesem Zeitpunkt. Und konnte machen, was ich wollte, im Kontext jetzt gesehen. Und hatte auch diese ganze leidige DDR-Geschichte hinter mir. Das heißt, dieses komplett neue Freiheitsgefühl, wir dürfen ja nicht vergessen, du warst ja auch gerade
aus der NVA entlassen worden, was ja noch mal restriktiver war als DDR, einfacher DDR-Bürger zu sein. Das neue Freiheitsgefühl muss doch eigentlich überwältigend dann gewesen sein, oder? Ja. Aber nach einer kurzen Zeit, du hast es eben schon gesagt, hast du dann gesagt, ja, ich gerne mal so ein bisschen zurück. Ja. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen, was waren denn so, an was für Konzerte, gerade so im ganzen Hardcore-Kontext, die du irgendwie dann nach deiner NVA-Zeit gesehen hast, was waren da so Sachen, die besonders herausgestochen haben für dich? Was jetzt ja eher Mainstream war, das war in Tag vor der Wiedervereinigung, die Toten Hosen in Hamburg, auf der Großen Freiheit. Gibt es auch eine lustige Geschichte. Hau raus. Also ich habe die Wiedervereinigung in Hamburg erlebt, bei Freunden, die ich beim Zelten, also ich hatte halt 100 Mark gehabt, irgendwie 90, und gesagt, okay, jetzt fahre ich mit 100 Mark, da kam man bis nach Mühlhausen in Frankreich im Elsass, dort ausgestiegen und dann 100 Euro hatte ich zurück und ein bisschen was zum Essen und dann mit dem Rucksack dann halt durchs Elsass gelaufen. Und dann habe ich dann zwei Schriftsteller kennengelernt. Der eine war Musikjournalist, der andere war Journalist und hat Bücher geschrieben für Greenpeace und die hatten irgendwie ein Buchprojekt zusammen und hatten sich irgendwie in einem Landhotel dort getroffen, um Arbeitstreffen. Und der Typ, dem das gehörte, da war ein Deutscher und seine Frau war Französin, die haben uns dann im Weinfeld zelten lassen. Und dadurch sind wir mit denen in Kontakt gekommen und ich habe dann halt diese Connection nach Hamburg gekriegt und war dann auch viel auf der Hafenstraße im Störtebäcker, weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Na klar. Hugo. Und viele Bands, die man dort gesehen hat, keine Ahnung, wie die alle hießen, teilweise. Und aber dadurch, dass der halt Musikjournalist war, kam ich halt in viele Sachen rein. Und der hat uns, oder der hatte dann den Abend vor der Wiedervereinigung, wo halt Toten Hosen gespielt hatten, ja, so Backstage-Pässe gehabt. Die kanntest du aber auch logischerweise schon, ne? Ja, klar. Ja. Und war ja auch so, sagen wir mal, so Fan. Mhm. Und die DDR-Fahne hatte ja diesen Hammer-Sichel-Ehrenkranz gehabt. Und das konnte man ja gut runterreißen. Und ich hatte so eine, ja, wie eine so rote Bomberjacke gehabt. Und da ist unten gewesen so eine geschnörkelte deutsche Fahne. Und das habe ich damals rausgeschnitten, hatte es auf dem Arm gehabt. Und da sind die total freigedreht, wo ich Backstage mit meiner Jacke und dieser deutschen Fahne war. Und ja, die haben das auch nicht verstanden. Wir haben jetzt, wo die mal hier gespielt hatten, hatten wir mal kurz drüber das angesprochen. Einfach mal angesprochen. Ja, heutzutage sind die das ja auch ein bisschen anders. Aber damals, ich konnte es gar nicht verstehen, was die für ein Problem haben. Weil für mich war das halt aus einer alten Fahne was rausreißen und dem Staat den Finger zeigen. Da gab es ja auch noch die DDR in dem Sinne. Ja, klar. Und die Wiedervereinigung, genau, da war Trio war mit bei der Wiedervereinigungsfeier. Also wir haben das in so einem, ja, so eine Villa war das. Und die hat dann später irgendwie Till Schweiger gekauft. Aber damals war das so. Wer sonst? Ja. Und aber damals war das so was wie eine, wie so ein Kunsthaus. Also da waren unten drin waren dann so Bildhauer und Maler und oben drin hat dieser Musikjournalist, Jürgen Stark hieß der, der hat zum Beispiel auch über die Rolling Stones ein Buch geschrieben und so, also gewohnt. Und noch verrückter war der Conny Reimann, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, nee. Ne? Der hatte seine Autos auf dem Hof stehen gehabt, also von dieser Villa. Also da kannte den ja kein Mensch. Aber der hatte die Autos dort stehen gehabt. Und dann kam Trio, also nicht Stefan Remmler, aber der Schlagzeuger und der Gitarrist. Die waren dann auf der Party. Und
bei der Jugendweihe hat man so ein Buch gekriegt, das hieß Der Sinn des Lebens. Und ja, gar. Und jedenfalls hatte ich das Buch mitgehabt. Und was für mich immer interessant war, dass viele, die so in der Szene oder in Musik waren, die waren alle ganz DDR-affin. Die hatten eine komplett andere Vorstellung, als wie das System war. Weiß ich nicht, ob euch das auch aufgefallen ist damals. Also die fanden die DDR toll. Echt? Diktatur des Proletariats. Und irgendwie wollten die alle Kommunismus und Sozialismus. So meinten so, ja, das ist ja bloß der Anfang und das ist ja schief gelaufen, aber man muss es nur richtig machen. Und ich meine, wenn du groß wirst und natürlich irgendwie genauso keinen Bock auf das Bestehende hast, ne, dann ist es natürlich erst, wenn und dich dann nicht damit beschäftigst, dann wird es halt als Alternative wahrgenommen. Ne? Natürlich. Das kann ich schon erstmal nachvollziehen. Ne? Also ist so, aber klar, dass der real existierende Sozialismus ist natürlich ein bisschen totaler, anders gewesen. Genau, totaler Scheiß gewesen. Das wissen wir ja auch alle. Ja, auch also, ich mein, es gibt natürlich auch die Utopie, dass alle Menschen sind gleich. Ne? Genau. Keiner, nicht dieser Wettbewerb, nicht dieses Ellenbogendenken. So, das ist ja natürlich, ist es eine auch eine. Ach ja, genau. Das fällt mir noch ein, weil ihr vorhin gefragt habt. Natürlich. Boah, was ist auch, jetzt los? Ihr habt gefragt, wann das losging. Das fing an, wo bestimmte Zeitungen und Magazine aus der Sowjetunion nicht mehr verkauft werden durften. Und als Gorbatschow übernommen hat, Perestroika, selbst den sein Buch durfte man ja dann nicht mehr lesen. Da ging das schon los, wo man gemerkt hat, das weht ein anderer Wind. Hm. Und auch den seine Idee hat ja nicht funktioniert dann hinterher, wie man heute sieht. Ja, meinst du jetzt Gorbatschow? Oder ich hab ja, Gorbatschow. Den haben sie ja auch ziemlich schnell abgesetzt. Ich muss mal ganz doof fragen, lebt Gorbatschow eigentlich noch? Ja, oder? Nee, ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Ja, ich kann es sicher, ich glaube auch. Ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Also wer nicht lange gelebt hat, war Andropow. Der war nur 3 Monate oder 4 Monate irgend sowas. Also gefühlt der Chef und dann war der tot. Ja, der sagt mir gar nichts mehr tatsächlich. Auch nur so vage. Okay, sollen wir mal nach Zwickau wieder zurückspringen? Ja. Jugendhaus, das heißt irgendwie, dass die Strukturen, dass das möglich ist, war euch irgendwie klar? Das heißt, ihr wisst, ich mache einen Verein, kriegt dann irgendwie, das ist wahrscheinlich dann finanziert über öffentliche Gelder? Fragezeichen. Am Anfang ja. Nicht. Am Anfang haben wir einfach mal losgelegt. Ja, aber wie denn? Naja, wo denn? Man hat Hobbykeller? Nein, durch die Kirche. Und dann gab es sowas wie ein Jugendring Zwickau, die Jugendinitiativen unterstützt haben. Und die wollten uns dann einstellen. Aber da musste ja zum Beispiel, musste arbeitslos sein. Was ich ja jetzt nicht war, ich habe ja gekündigt, also man musste dann eine gewisse Zeit, also hat man dann von den Ersparnissen gelebt und ich weiß nicht, wir haben dann nebenbei Möbel geschleppt und solche Sachen. So Jobs Sachen. Irgendwie. Genau. Und haben dann angefangen halt in so in Jugendsozialarbeit anzufangen. Aber wo denn? Also erzähl, was ist das? War das ein eigenes Haus, was ihr hattet oder habt ihr einen Raum in der Kirche bekommen? Am Anfang haben wir Veranstaltungen in einem bestehenden Jugendclub gemacht, der auch schon zu DDR-Zeiten an bestimmten Tagen so eher von Subkultur frequentiert war. Also das hatte jeden, also zu DDR-Zeiten hat man fast jeden Abend irgendwas gehabt, wo man hingehen konnte, wo man Gleichgesinnte getroffen hat und auch die Musik gelaufen ist. Und unter anderem war halt die Hauptstraße, hieß das damals, in Zwickau. Und das war ja auch die Zeit, wo das richtig gebrannt hat zwischen, also wo die Nazis halt auch versucht haben, die Macht in Anführungsstrichen zu übernehmen. Mhm. Der Unterschied war der, also jedenfalls so in dem Bekanntenkreis, den ich hatte, die vorneweg Punker waren und Gruftis, die sind dann Nazis geworden. Nazi-Skins oder so. Und ich habe meine Haare wachsen lassen. Weil entweder bist du
dumm angemacht worden, weil du irgendwelche Überfälle gemacht haben willst oder dir andere Leute gratuliert haben. Das hat dann ziemlich genervt. Mhm. Und aber dadurch, dass man oder dass ich ja zum Beispiel auch die Leute von früher kannte, die dann so die Führungspositionen übernommen haben, war das eigentlich nicht wirklich so gefährlich für mich. Das ging dann erst los, wo die Jungen kamen, die sich dann profilieren wollten. Also es gab zum Beispiel so ein Fanzine in Zwickau. Der Typ hat auch diese ganzen Rechtsrockkonzerte in Zwickau organisiert. Auch zu der Zeit damals, oder? Nach der Wende. Mhm. Ja. Was hat er also gespielt? Also ich war ja auf den Konzerten nicht gewesen. Ich weiß aber, nee, was gelaufen ist. Also so Störkraft und Kahlschlag und was noch, Endstufe ja, und so das Zeug. Die üblichen Verdächtigen. Dann so hatte, viele gibt es da ja irgendwie auch nicht. Ne? Und da hatte halt, wie gesagt, ein Fanzine. Den einen oder anderen sagt das noch was. Der Vollstrecker hieß das. Und mein Kumpel und ich, wir waren dann so auf der Todesliste oben, ganz oben dran. Weil? Naja, weil wir... also unser Ansatz war der, also mein Kumpel, der kam eher aus der Punk-Richtung so, in die Richtung und ich so eher aus dieser Skinhead-Schiene und wir kannten Leute und haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt was anderes und unsere erste Veranstaltung war, die hieß Jugend und Gewalt. Da haben wir den unseren Polizeipräsidenten eingeladen und den Klaus Vorhaben. Eine Diskussionsveranstaltung. Genau. Oder habt ihr gesagt, wir machen öffentliches Prügeln? Nein, Diskussionsveranstaltung, wo wir gesagt haben, was wir machen wollen. Dass wir Skinhead-Konzerte, Ska-Konzerte, Punk-Konzerte machen, die politisch korrekt sind. Und ja, wir auch Leute suchen, die so diese Idee haben, dass ja, also was dagegen zu setzen, gegen die ganze Nazi-Scheiße. Und das erste Konzert, was wir gleich nach dieser Podiumsdiskussion gemacht haben, war damals, ich glaube, Skeptiker. Ah ja, okay. Und das war die Platte, Sauerei hieß die, glaube ich, wo der in NVA, also jedenfalls steckt dort oder wird so gezeigt, wie dort so ein Schlagknüppel in den Anusbereich eines Polizisten geführt wird. Und ja, die waren ja damals im DDR nicht so beliebt, also bei Rechten. Und dann Sandu haben wir gemacht und die Vision, Geier, weiß nicht, ob das noch was sagt, da war dann eben mal zeitlang Fernsehmoderator, Eisern Union-Fan, Supporter, ja. Und das waren halt alles noch so die Kontakte, die man halt von früher noch hatte, also vor der Wende. Oder zum Beispiel Mike von Punish Able Act, da war auch immer auf im Plenderwald. Dort hat sich so die Ostberliner Punk-Szene so getroffen. Wir waren für die immer so Dorfbanker, haben die uns genannt, ne Gag? Ja, die haben uns immer belächelt, wenn wir aus dem Dorf kamen. Auch Leipzig war damals für die ein Dorf. Und ja, man kannte sich halt und irgendwie hat man das auch am Leben erhalten und hat versucht, eine Gegenbewegung zu setzen. Und wie gesagt, am Anfang hatten wir uns dann in Jugendamtseinrichtungen eingemietet. Das wurde auch mal auf uns geschossen. Ja, also das war halt eine heiße Zeit. Also wer damals nicht dabei war, da versteht es vielleicht auch nicht. Also es war dann schon gefährlich, aber das waren nicht die alten Leute, das waren eher die Jungen. Und Manole zum Beispiel, der diesen Vollstrecker gemacht hatte, auch die dann auf dem Index waren, ich habe den einmal live in meinem Leben nochmal hinterher gesehen, das war hier im Eiskeller, Manole, da haben Bones hier gespielt, im Conner Island und ich habe Seku gemacht und sehe den Typen vor mir rumlaufen. Krass. Und der so, ja, hallo. Und ich so, nee, geh jetzt bitte, sofort.
Und dann habe ich ihn nochmal gesehen auf irgendeinem Full Force, wo das in Zwickau war, ich glaube 97 war das. Da hat er nachts mit seinem Hund Security um dieses Gelände gemacht. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, aber nicht live, wo ich den NSU-Komplex gesehen habe, also angeschaut habe. Und da kommt er vor. Da gab es so eine Connection, ne? Stimmt. Und da kam der vor. Und das war. Gibt es den noch, den Typen? Da lebt jetzt in Liechtenstein. Okay. Okay. Ich würde gerne noch mal so zwei Schritte ganz kurz zur Seite gehen, um das so noch ein bisschen genauer für mich einzuordnen. Du hast ja vorhin gesagt, also Jobst hat ja vorhin ganz am Anfang so diese Eingangsfrage gestellt, inwieweit der Osten, Leipzig, der Bereich, inwieweit das so für dich Heimat ist. Und ich glaube, so richtig haben wir das damals, da vorhin noch nicht so richtig auf den Punkt gebracht. Und du hast dann irgendwie später gesagt, dass im Grunde nach deiner Wahrnehmung alle Leute, die in der DDR gelebt haben und da aufgewachsen sind, dass die das erkannt haben, das war aus deiner ein Unrechtsstaat und da wurden die Menschen in ihren Grundrechten beschnitten und so weiter. Und dann hast du das ja auch nochmal so ganz persönlich am eigenen Leibe erlebt. Ne? Du bist da verhaftet worden, bist vor eine unglaublich schwierige Entscheidung gestellt worden, ob du entweder deinen Freunden, Familien schadest und du hast dich dafür entschieden, denen nicht zu schaden, sondern das selber so zu buckeln. So, dann bist du in der NVA, wirst da auch getriezt und dann ist auf einmal alle Türen sind offen. Du gehst auch sofort in den Westen, hast da einen Job, hast offensichtlich auch dann ganz ordentlich Geld verdient, fährst an die Côte d'Azur und siehst die Schweiz und siehst Orte, von denen du vermutlich so 2-3 Jahre vorher nie gedacht hättest, die je im wahren Leben sehen zu können. Und dann, und das finde ich jetzt wirklich auch faszinierend und sehr beeindruckend, dass aus dieser Situation heraus, wo dir ja eigentlich offensichtlich auch so die Welt offen stand, dass du dann ja offensichtlich aber diesen Drang gespürt hast, quasi nach Hause zurückzugehen und da eine Alternative aufzubauen. Ne? Woher kam, oder hast du eine Erklärung dafür, woher dieser fast schon so ein bisschen unternehmerische Geist des sich sozial engagieren Wollens kam? Vor allen Dingen auch nachdem du gesehen hast, was es ja noch alles dann so auf der Welt gab. Im Prinzip sollten wir, ich glaube, das, was hier das Conner Island ab 1991 im großen Stil gemacht hat, wollten wir damals schon in meiner Heimat, also bei Zwickau, im kleinen Stil machen. Und man hat immer noch, bis heute habe ich noch Kontakt mit Leuten von damals, vor und nach der Wende, aus der Zeit. Und ich wollte ja auch, eigentlich hätte ich gerne studiert zu DDR-Zeiten. Oder ein Abitur gemacht, dass ich halt irgendwie studieren kann. Ob jetzt im Osten oder Westen, wäre erstmal egal gewesen. Also ich habe als kleiner Junge schon darüber philosophiert, wie ich die DDR befliehen könnte oder wie ich rauskommen könnte mit Kofferraum, also Spinnereien. Aber ja, ich habe mich nicht als Messregelsteuertechniker gesehen. Ah, okay, also du hast schon auch, obwohl du ja so gegen warst, hast du dir auch für dich selber schon auch mehr gewünscht an Ausbildung, an Aufgaben und so weiter. Und dann warst du damals schon, als du nach Zwickau zurückgegangen bist, warst du damals tatsächlich jetzt auch schon vom Coney Island inspiriert? Nein, da gab es das Coney Island noch gar nicht. Das gab es da noch, okay, ne, aber ich habe jetzt das Timing nicht mehr so richtig im Kopf. Nein, das gab es da nicht. Und Coney Island ist ja auch 91 erst gegründet. Also davor gab es einen Eiskeller und ich glaube, die IG Rock war das, ne, hier in Leipzig. Das weiß ich deswegen, weil unser Verein AG Rock hieß in Zwickau. Und also die Stadt hat ja damals, weil es halt überall diese Ausschreitungen von hauptsächlich Nazis gab, gab es so von Jugend und Gewalt,
diesem Projekt, was der Staat gemacht hat, so Geld. Und überall dort, wo es gebrannt hat, war wie eine Gießkanne, wurde Geld ausgeschüttet. Und in Zwickau hat es dann eine Zeit lang nicht mehr gebrannt. Also da sind auch viele, nicht jetzt Hunderte, aber sind einige weggegangen von dieser Nazi-Ideologie und sind dann zu uns rübergekommen. Und also erfolgreiche Arbeit von euch sozusagen auch. Ja, ja. Beziehungsweise mussten dann auch weggehen, weil die halt auch verfolgt worden sind von ihren ehemaligen Kameraden. Und ja. Okay, aber Geld ging aus sozusagen dann, ne? Also war irgendwie so, ich hatte dann nicht mehr Brennpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, wir waren dann ABN angestellt. Das Problem war bloß, dass dort, wo es keine akuten Ausschreitungen gab, dort gab es kein Geld mehr von dieser Initiative. Und das Jugendamt war natürlich auch nicht begeistert davon, dass da ein paar Trottel kommen, die irgendwie komisch aussehen und sagen, wir machen das so. Und das wird auch noch angenommen, weil die staatlichen Einrichtungen, die Jugendclubs, die waren leer im Prinzip. Und dann haben wir irgendwas gemacht und haben auch Kultur in die Stadt gemacht. Wir haben das erste Open Air dort gemacht in Zwickau. Auch mit wir hatten da gespielt. Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also es war totaler Mischmasch. Also so wie wir auch zusammengesetzt waren. Das Ich hat gespielt, OMF, dann irgendwelche Punkbands, weiß ich nicht mehr. Also ist so lange her. Und das war eigentlich unser Abschied, weil nämlich dann das Jugendamt immer mehr gesagt hat, ihr seid nicht ausgebildet. Und genau, die Frage habe ich mir eben schon gestellt. Genau. Ne? Also ohne Ausbildung auf einmal zu sagen, hier, ich will jetzt Jugendarbeit machen und ich will dafür auch noch Geld kriegen, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so einfach möglich ist. In DDR-Zeiten oder nach der Wende war alles möglich. Das war der Wilde Osten. Das gut, da war alles möglich. Aber ja, nee. Jedenfalls sind die dann gekommen, hier Ausbildung und so. Und ich meine, die hatten ja auch keine Ausbildung. Das waren Parteiausgebildete. Also ich meine, das waren ja alles welche von der Partei damals. Linientreu in Politik ausgebildete. Also man kann ja nicht sagen, dass die irgendwie große Sozialpädagogik in der Ausbildung hatten. Ja. Und dann waren wir halt irgendwie sturköpfig und haben gesagt, okay, dann hören wir jetzt hier auf, hauen hier alles hin. Das Grundgerüst steht, die anderen können weitermachen und wir machen jetzt eine Ausbildung und dann kommen wir zurück. Das ist halt nie passiert. Und das war aber genauso den Zeitpunkt, wo auch das Coney Island aufgemacht hat. Und ja, die ersten anderthalb, zwei Jahre. Wir kennen uns seit 92, ne, Kirk? 92 kennen wir uns, ne? So 92, 93. 92, 93 kennen wir zwei uns, ne? Ich denke, 92 oder 3. Ich bin mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Also wie gesagt. Wir nageln euch jetzt nicht fest auf ein Jahr. Ja, also am Anfang war man eben halt Besucher ab und zu mal. Und dann ist man halt so mit mehr reingekommen. Okay, aber du hast dann irgendwann ja auch gesagt, okay, das ist eine Perspektive für mich. Ich mach jetzt die Ausbildung / Studium dazu. Musst du erstmal Abi machen, ne? Ich habe dann eine Erzieherausbildung angefangen und nebenbei abends Abitur, also Fachabitur nachgeholt. Und ist dir das schwer gefallen eigentlich? Oder war das easy? Ich hatte kein schlechtes Zeugnis. Die kognitive Voraussetzung war da. Klar, manche Sachen musste man sich dann nochmal aneignen, weil man das vielleicht nicht hatte. Und je älter man wird, umso schwerer wird das ja auch, sich neu anzueignen, bestimmte Sachen aus der Schule. Wem sagst du das, ey? Ja, Moment mal eben, wie alt warst du da jetzt? 23, 24? Ja, ja, klar. Aber ich so ein alter Sack warst du da ja schon, ne? Ja, genau. Also aber gut, wir haben ja auch schon mitgekriegt, du warst ja auch als bei der NVA in dieser Flugzeugbastelbude. Schon so ein Streber ist das ein bisschen. Ja, ich bin das Streber. Sagen wir mal so, ich hätte jetzt nicht Streber gesagt, sondern ich hätte gesagt, also so ein ambitioniert fleißig. Streber. Ja, stehe ich dazu, ich habe das Beste draus gemacht. Nein, das war also erstmal wertneutral. Also ich sag mal so. Absolut. Wir haben das jetzt so ein bisschen despektierlich gesagt. Ne? Ja. Also du bist ja ganz offensichtlich unter total widrigen Umständen da so aufgewachsen. Ich finde,
Also ich finde das sehr beeindruckend, also auch diesen Drive zu entwickeln, sich da so seinen eigenen Phasen zu finden und sich an dem so durchzuhangeln und sich mehr drauf schaffen zu wollen und zu sagen, mir reicht das jetzt nicht. Also das finde ich schon, jetzt auch wenn wir Witze drüber machen, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Ich hoffe, du kriegst das jetzt nicht in den falschen Hals. Ne? Also ich kann selber drüber lachen. Also zum Beispiel für meine Doktorarbeit habe ich meine Zeugnisse aus der Polytechnischen Oberschule, heutzutage wäre es Oberschule, also Sekundarstufe, habe ich da bestimmte Sätze rausgenommen. Also ich glaube auch, dass ich ein nettes ADHS hatte als Kind. Okay. Und also wie gesagt, es war einfach deswegen schwer, weil ich musste ja auch irgendwie dann noch arbeiten. Habe ich beim Paketdienst gemacht, damit ich halt das Geld habe, auch zum Leben. Weil ich habe dann auch auf einmal ein bisschen BAföG gekriegt, Schüler-BAföG. Und wie gesagt, für mich, ich bin positiv gemeint ehrgeizig. Und was vielleicht, viele Leute, die mich kennen, auch sagen würden, dass ich irgendwie nie genug kriege. Also bildungsmäßig. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich nichts tue, verblöde ich. Also ich muss ja zum Beispiel Fortbildungspunkte heutzutage machen. Und dann suche ich mir halt auch irgendwelche tiefgehendere Weiterbildungen aus, wo ich was davon habe in der Behandlung. Also ich könnte ja auch irgendwie zu einem Vortrag gehen und mir dann 2 Punkte holen. Ich mache dann schon irgendwie ein bisschen tiefer. Ja, und das war dann auch, also ich wollte ja auch mal reisen und ich habe dann so nebenbei, also das war im Rahmen dieser Erzieherausbildung, mussten wir so ein paar Praxisstunden ableisten und das war damals so, man hatte 2 Jahre Theorie und 1 Jahr Praktikum. Und du durftest das nur im Umkreis von ein paar Kilometern machen und du musstest ein Praktikum Verwaltung machen und ein Praktikum so richtige Erzieherarbeit. Und ich habe dort in dem, also das war eben neben in den ersten 2 Jahren nebenbei, wie nennt man das, also in so einem Informationsbüro gearbeitet, von so einer Jugendinitiative. Und da ging es so um Drogenaufklärung und ja, so die Richtung. Das war in Delitzsch, daher kenne ich die Tornados, weiß nicht, ob euch das was sagt. Tolle ja. Leipziger Ska-Band. Und da habe ich halt Ich kenne nur unsere Kampfflugzeuge. Passen die nicht auch Tornados? Ähnlich rasant. Sind das nicht so unsere Vorzeige? Meine nicht. Bomber? Deine nicht. Naja, jedenfalls. Eigentlich das sind meine. Gab es dort auch so einen Jugendclub, wo auch Franze, der bei Tornados war, auch Veranstaltungen gemacht hat. Und da hat sich das auch wieder zusammengemischt. Und da kam dann einer von meiner Schule, also so ein Dozent von meiner Schule, und meinte, er braucht Infos zu AIDS. Und ich so, ja, für was brauchen Sie denn das? Und dann meinte er so, es gibt einen ehemaligen Studenten von der Schule, der in Südafrika arbeitet, und weil dort halt AIDS irgendwie ein Thema sein soll, hat er gefragt, ob er halt Infos kriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, du kriegst von mir die Infos, wenn ich die Adresse kriege. Und habe mich dann eine Motivationsbewerbung gemacht, ein Motivationsschreiben, und habe dann auch die Zusage gekriegt und bin dann halt auch erstmal wieder weg. Und habe das dann noch beim Kultusministerium durchgesetzt, dass ich halt meine damalige Sozialarbeit, Verwaltungsarbeit in Zwickau angerechnet bekomme und habe da so eine Sondergenehmigung gekriegt, dass ich halt nach Afrika gehen kann und nur einmal nach Deutschland zurückkommen muss, zwischendrin, und war dann auch wieder weg. Aber auch dort gab es eine Punk-Szene, die klein war, aber nett.
Aber jetzt nochmal, okay, das finde ich ja auch spannend. Also du bist in dieser Ausbildung so, du hast die Möglichkeit, nach Südafrika zu gehen. Machst das denn auch? Wie war das? War das nicht auch gut irgendwie, du warst dann ja auch warst in Düren und du warst in Basel und an der Côte d'Azur gewesen. War das nicht auch ein ganz schöner Kulturschock, denn auf einmal da hinzukommen? Also denn da ist ja, war da noch Apartheid eigentlich zu der Zeit? Also ich habe Mandela in Anführungsstrichen noch kennengelernt. Der hat gerade über die Macht übernommen als Präsident. Mhm. Und ich habe in Pietermaritzburg gelebt und der hat die Kinderheime in so ein Stadion eingeladen, der ANC und Mandela, und dann haben die halt so eine Veranstaltung für die Kiddies gemacht und da war ich dann noch dabei. Also dort, wo ich war, das war, hieß offiziell als No-Go-Zone, das sollte man auch nicht als Touristin, weil KwaZulu-Natal war Stammesgebiet der Zulus. Und die hatten eine eigene Partei, die hieß Inkatha. Mhm. Und die waren nicht unbedingt so gut zu sprechen auf den ANC und umgedreht. Und die Gewalt, wo ich runter bin, war nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen Zulus also und Xhosa, was halt Mandela war. Also zwischen Stämmen, das waren halt Stammeskriege eigentlich, die zwei verschiedene Parteien hatten. Und die Zulus konnten zum Beispiel auch nicht in Townships fahren, die ANC kontrolliert waren und umgedreht. Also im Prinzip, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ich gehe immer dorthin, ich brauche mal Trappel, war dort gerade so, also das Südafrika war noch nicht zusammengewachsen. Und das war, ich kannte das aus ostdeutschen Zeiten. Das war wie im Osten. Und das ist erst dann 1995 durch die Rugby-WM zusammengewachsen. Gibt es einen guten Film, Morgan Freeman spielt da Mandela. Und so banal wie das klingt, diese Rugby-WM damals, 1995, hat die Nation zusammengebracht. Davor war eigentlich sowas wie, ja, wie Bürgerkrieg, also zwischen Stämmen. Und viel Gewalt. Wie hast du das mitbekommen? Wie hast du das erlebt, die Gewalt da? Naja, das gab jeden Tag Überfälle auf irgendwelche Formen. Und da wurde auch für 10 Rand, also was waren das, 3 Mark, da wurden keine Zeugen hinterlassen. Und wenn Wochenende war, dann da ging so eine Hauptstraße durch den Township durch. Auf der einen Seite waren Zulus, auf der anderen Seite war ANC. Dann haben die sich halt erstmal beschossen. Da hat die Polizei dann zugemacht, einen Roadblock, und dann gab es dort halt Gewalt. Also das war, Gewalt war schon überall da. Und aber was hat das denn mit dir eigentlich gemacht? Also ich hätte mega Schiss erstmal gehabt. Ja, ich will hier gar nicht sein, das ist mir viel zu gefährlich. Oder warst du total fasziniert davon, was da abging? Oder wie war das für dich? Naja, ich konnte überall hin, weil ich zu keinem Stamm gehört habe und nicht mal Südafrikaner war. Okay. Und natürlich ein Weißer, der in Township rumfährt mit einem Minibus, was eigentlich ein Unternehmer gerne möchte für ein Taxi, die wussten, da fällt ein Weißer auf, vor allem wenn der noch einen komischen Akzent hat. Und aber das war kein Problem, also da gab es kein... die wussten ja, wer ich bin. Ich habe ja die ihre Kinder abgeholt. Okay. Und wir sind ja auch in die Familien rein. Okay. Und ich hatte ein einziges Mal richtig Angst. Da bin ich mit so einem Minibus, also so ein, was war denn das, Ford? So ein Bus halt, hängen geblieben auf einer Straße, also so in einem Schlagloch festgesetzt. Und da kam dann so eine Gruppe junger, schwarzer Menschen.
Und ich dachte, okay, jetzt ist es der Bus weg. Also nicht mal unbedingt, dass mir was passiert, aber der Bus ist weg. Und die haben mir dann geholfen, das Ding rauszuschieben. Also vor mir wurde auch hingespuckt und ich wurde auch beschimpft, weil halt dieses Kinderheim, wo ich war, Natal, dadurch, dass dort die Inkatha war, die haben mit den Weißen zusammengearbeitet. Und dadurch, dass Natal eher britisch war und nicht afrikaans wie die anderen Ecken und in Natal auch Englisch gesprochen worden ist als Hauptsprache und nicht afrikaans, gab es dort dieses erste gemischtrassige Kinderheim, wo ich gearbeitet habe. Und ja, es war halt normal. Also man ist damit halt ganz normal umgegangen. Und man kannt, man war bekannt. Und man hat ja was Gutes getan in dem Sinne. Okay, also aber das war auch ein Jahr angelegt und muss aber total horizonterweiternd gewesen sein, ne? Auf jeden Fall. Also es gibt auch viele Sachen, die ich jetzt durch Afrika auch ablehne, also wo ich sage, das ist verrückt, das bringt nichts. Also zum Beispiel die typische, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals die Entwicklungshilfe war total schwachsinnig. Die haben dort Geld runtergebracht, Weiße, die haben das betrieben, dann nach ein paar Jahren ist das halt, sind die nach Hause gegangen, die haben das übergeben und dann ist halt das verfallen. Und was ich so persönlich, sagen wir mal so aus dem, aus meinem Arbeitsumfeld mitgenommen habe, was mir von weg eigentlich nie so klar war, aber dort mir wirklich bewusst geworden ist, auch was Herkunft auch Negatives mit sich bringen kann. Also zum Beispiel, da habe ich dann auch das nicht gut gefunden, dass andere Kulturen, also Weiße oder Inder oder selbst Coloreds, also die Farbigen, weil in Afrika, also Südafrika wurde ja unterschieden zwischen Black, also die richtig auch noch im Stammesverband teilweise gelebt haben, und dann Colored, das war halt ja Mischlinge, würde man sagen, und dann die Weißen. Und was mir so hängen geblieben ist, wir hatten ab Babyalter Kinder gehabt. Und da waren Geschwister, also Zwillinge, Mädchen und ein Junge. Und die waren als Baby zu dem Heim gekommen und die waren halt überall beliebt. Und das waren niedliche Kinder. Und die Erzieher, die auf der Babystation waren, das waren Weiße und Schwarze. Und die Heimleitung war weiß. Das waren halt die Studierten. Das kam jetzt erst so über die letzten Jahrzehnte, Jahre, dass dann auch jetzt aktuell dieses Kinderheim auch von Farbigen oder Schwarzen und Coloreds und Indern geleitet wird. Damals war das weiß. Und die Kinder hatten noch Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie, die wirklich noch im Stammesverband gelebt haben. Und zu denen hat gehört, dass die die Gesichter geschnitten bekommen haben, also damit die dann zum, ab einem bestimmten Alter zu dem Stamm gehören. Dann haben die denen halt so bestimmte Ritzmuster in der Haut gemacht. Und so dieses weiße Kinderheim oder diese weiße Leitung hat dann schon ja, so nach ja, Kindswohlgefährdung geschrieben, wie kann man denn das machen? Und die hätten aber die Kinder total entwurzelt von ihrer Familie, weil die hätten dann nicht zu dem, also nicht zu der Familie, zu dem Stamm gehört, weil sie nicht die Kennzeichnung hatten. Und ich finde es wichtiger, dass, oder das war so dass mein Fazit, dass Erzieher hauptsächlich aus dem Kulturkreis, wo die Kinder her sind, sich um die Erziehung kümmern, weil die brauchen nicht Schneewittchen und Rotkäppchen hören, sondern die müssen halt vom Dokolosch hören zum Beispiel. Mhm. Wo wir als weiße Europäer, als Weiße auch, die dort in Afrika leben, gar keine Ahnung haben. Also meine damalige Freundin dort, die ist ja dort geboren und groß geworden, die war nie in einem Township von weg gewesen. Mhm. Kannte das nicht. Die ist dann mit mir dann regelmäßig mitgekommen, aber
von weg überhaupt nicht. Ja, ja diese ganzen Stammestraditionen, die sind für uns ja sowieso total schwer nachzuvollziehen. Ne? Also das geht ja auch, es gibt möglicherweise Traditionen, die dann innerhalb dieser Stammeswelt auch in Ordnung sind, aber genauso gibt es dann ja auch diese Beschneidung von Mädchen und so weiter. Das waren aber nicht Beschneidungen, also das waren keine sexuellen Beschneidungen, das ist eine ganz andere Sache. Ne? Aber nee, ich weiß, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur sagen, dass diese Facette an Ritualen ja auch total perverse Ausuferungen haben kann. Das wollte ich nur sagen, dass die Facette an diesen Stammestraditionen wahnsinnig breit ist. Ja, aber das, was du angesprochen hast, die Beschneidung, also jetzt Genitalbereich, da geht es ja darum, dass die Frau kein Lustgefühl haben soll. Genau, ja. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Absolut, natürlich. Ja, ja. Und aber es gibt halt auch bestimmte Sachen, wo ich sage, das können wir als Europäer oder als Weiße nicht nachvollziehen. Genau, ja. Genau, absolut. Ja. Das habe ich auch so verstanden. Ja. Und wenn die, ich meine, wenn die sich irgendwie schneiden wollen, um da so gewisse, wie so ein Branding, sich ein Muster zu geben, why not? Ne? Ja, aber der weiße Sozialarbeiter sieht das anders. Natürlich, ja klar. Und ja, ist immer klar. Ja, aber diese Südafrika-Geschichte war für dich klar, ich mache das ein Jahr oder war das so open-end so? Erstmal, ich gehe hin und vielleicht bleibe ich auch da? Ich habe mir gewünscht, dass ich da bleiben könnte. Mhm. Was ist denn so ein Status, wo man überhaupt hingeht? Also bist du... Ich war Deutscher. Das ist klar, aber hättest du theoretisch einfach bleiben können oder hast du auch eine bestimmte Zeit einfach? Ja, hätte ich bleiben können. Okay. Das Ding war, ich bin als Praktikant runter und ja, vielleicht hatte ich auch immer ein bisschen Glück gehabt. Die haben mir dann nach ein, zwei Monaten haben die mir, also ich hatte Kost und Logis frei dort. Also die haben mir kein Geld gezahlt. Ich habe vom Kindergeld gelebt, was ausreichend war. Aber die haben mir dann einen Job angeboten, dass ich dort richtig arbeite und wurde dann direkt eingestellt als Childcare-Worker und habe dann die letzten, ja, sagen wir mal so, 9 Monate von den 12, die ich hätte machen müssen, angestellt gearbeitet. Hatte dann auch schon angefangen, mich um Aufenthaltsgenehmigung zu kümmern, das haben die auch mich unterstützt und hatte dann auch sowas wie eine Green Card. Und die Green Card hat gegolten für Südafrika, Namibia und Botswana. Und ich hatte dann einen Arbeitsvertrag und ich komme ja aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Wir hatten kein Geld, meine Eltern waren getrennt, also das gab kein Geld bei uns. Und meine Mutter hat alles versucht, mich zu unterstützen. Es ging aber auch nur zu einem gewissen Teil, logischerweise. Und ich hatte dann einen Studienplatz an der Uni dort gehabt. Und in Leipzig hat ein Studiengang Sozialarbeit, Sozialpädagogik aufgemacht. Und ich habe mich dann hier in Leipzig beworben, weil das wäre der einzige Ort gewesen, wo ich hingegangen wäre, zurück nach Deutschland. Und habe hier die Stelle, also den Studienplatz gekriegt und in Südafrika hätte ich bezahlen müssen, was schwierig geworden wäre. Und hier war es halt kostenlos. Und dann bin ich nach Deutschland zurück. Ja, mein erstes Konzert war Schierterror hier, wo ich zurückkam. Ja. Das letzte war... Jobs, du bist auch Schierterror. Selbstverständlich bin ich Schierterror. Ich nehme mich ja gar nicht. Ja, das ist... Was soll ich dazu noch sagen, Christopher? Ja, jetzt haben wir schon oft drüber gesprochen. Wobei, hauptsächlich Just Can't Hate Enough. Danach ist für mich auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja, aber es gab schon gute Sachen, auch die dann noch kamen. Ja. Aber
die Platte ist schon da. Unbedingt. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, so Back in Leipzig, also mehr oder weniger zwangsweise aus finanziellen Gründen, ja, aber immerhin mit einem Studium, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, das ziehe ich durch. Und ich konnte wieder ein Streber, gehen. Der du bist, hast du es natürlich auch gemacht. Logisch. Logisch. Und ich hatte ja diesen Arbeitsvertrag gehabt und hatte so mit denen erst gemacht, okay, wenn Praktika-Zeiten sind, dann gehe ich runter. Ah, okay. Das Problem daran war, dass der deutsche Auslandsdienst, der BAföG vergibt, meinte, es gibt keinen Grund, nach Afrika zu gehen, wenn man diese Ausbildung macht. Und da haben die gesagt, da gibt es keinen Auslands-BAföG. Ah, okay. Dann durch diese ganzen Connections, die ich schon ja von weg hatte, mit New York und Kalifornien von Hardcore-Bands so, dann haben die... Da wissen wir noch gar nichts von offiziell übrigens. Woher diese Connections kamen, da höre ich jetzt auch zum ersten Mal von. Ne? Naja, durchs Coney Island. Wir wissen, dass die da sind, aber... Das war halt das Coney Island. Es konnten nicht viele Englisch sprechen im Coney Island damals. Also in der Stromgitarren-Richtung, also die so Punk-Oi... Hardcore gemacht haben, da war das Englische manchmal ein bisschen schwierig. Okay, das heißt aber, das war zu der Zeit, als du zum Studieren schon wieder in Leipzig warst? Oder vorher schon? Nee, schon davor. Ah, okay. Ja, komm, Garg, wer auch immer du bist, komm, sag Garg. Bescheid. Nein, das ist ja gar nicht auf Garg, das war allgemein. Also ich, ja, das war ja sogar, bevor ich nach Afrika gegangen bin. Also... Ich konnte halt, okay, ich konnte ein bisschen Englisch, weil ich halt eine Brieffreundin in Amerika hatte. Mhm. Und ja, und dann hat man sich halt so kennengelernt, wo Gorilla Biscuit hier gespielt hat, 91, ich glaube November war das, ne? Gorilla Biscuit, das 91, erste Mal, 91 Tour, November. Ja, richtig. Ja, und da hat man sich halt kennengelernt und irgendwie... angefreundet. Also das heißt, die mussten mit dir reden, weil alle anderen kein Englisch konnten. Nein. Er war so eine Art Pressesprecher. Nein. Aber man ist dann halt ins Gespräch gekommen. Und okay, dann hat man mit denen Stadtrundfahrten gemacht. Damals haben wir die alle ans Völkerschlachtdenkmal geschleppt. Gibt es auch noch ein Natürlich. Bild von denen vor dem Völkerschlachtdenkmal. Und dann unterhält man sich. Und dann kam dazu... Das war aber erst nach Afrika, dass die Bands alle in meiner Wohnung, wenn die mit einem Van unterwegs waren, nicht mit einem Nightliner bei mir gepennt haben. Und ich sowas wie Herbergspapa war. Ja, Moment, jetzt verstehe ich das. Herbergspapa, du warst Kulturattaché des vom Coney Island. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt ja dieses Fanzine, dieses Heft CI. Nee. Stasi? Ich würde gerne Coney Island anfangen. Ach so, du meinst das damals? Ja, ich gestehe auch, ich war, ich glaube, in meinem Leben 2 oder 3 Mal beim Plenum. Das erste Mal war 92, wo ich dann gesagt habe, ich will dort schon mitmachen und bin dann hier reinmarschiert und habe mich dem Plenum vorgestellt und dann kam von irgendwelchen, ist nicht böse gemeint, aber irgendwelche Studenten, die sowieso dann 3, 4 Jahre später weg waren. Wer wissen wir denn, dass du nicht ein Polizeispitzel bist? Da habe ich dann gelächelt und bin gegangen. Und seitdem stehe ich zwar an der Bühne oder am Einlass, aber nicht im Plenum. Das zweite Mal war, wo wir hier Good Night White Bride hier gegründet haben. Da war ich das zweite Mal und das dritte Mal weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich ich glaube bei Discipline, wo die das erste Mal hier spielen durften, da hatte ich einen Fragekatalog vom Coney Island mitgekriegt auf Tour und da sollte ich die interviewen und dann ja oder nein sagen. Und weil ich wahrscheinlich eine sehr vertrauenswürdige Person bin, wurde meinem Urteil stattgegeben und die durften hier spielen. Stimmt's, ne, Garg? Ja. Ja, also wie gesagt, im Plenum kennt man mich nicht. Okay. Wie machen wir dann weiter, Christopher? Machen wir das Studium weiter oder sind wir schon so tief, dass wir ein bisschen über das Coney Island quatschen?
Ja, gute Frage, habe ich auch gerade überlegt. Weil der nächste Schritt ja beim Studium ist jetzt ja, dass du dann irgendwann nach Schottland gegangen bist. Nee, ich bin ja das ist später, aber nee, war hier schon Conner Island die ganze Zeit. Ja gut, dann sprechen Studium. Wir jetzt, okay, komm, dann sprechen wir über das Conner Island. Vielleicht noch mal ganz kurz, wir unterstellen irgendwie immer, dass alle, die das hören, auch jetzt auch wissen, was das Conner Island ist. Vielleicht ganz kurz für meine Nichten Hanna, Emilia und für meine Schwester Stefanie, die das nicht wissen. Erklär doch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten, was das Conner Island eigentlich ist. Das Conner Island ist eine Insel der Glückseligkeit. In dem Sinne, dass man halt hier sich entfalten kann. Jeder kann sich entfalten, solange das in bestimmten Rahmen und Regeln läuft, oder, Gag? Wird man das so sagen? Solange niemand verletzt wird, also jetzt nicht körperlich, aber auch emotional oder halt in seinen Ansichten. Und es ist ein politischer Platz, wo man auch Diskurs führen kann, wo nicht jeder die gleiche Meinung haben muss. Auch manchmal konquer. Aber ja, es wurde eine Zufluchtsstätte für Subkulturen. Das ist ein Veranstaltungsort ja auf jeden Fall. Das Nein, sind Konzerte, nicht nur, nee, das spreche ich. Also okay, Conner Island ist mehr als ein Veranstaltungsort. Natürlich sind wir, ich sage jetzt wir, also Conner Island ist bekannt für Konzerte, ja. Richtig. Aber es gibt schon immer hier eine Bibliothek, es gibt hier verschiedenste Initiativen, Angebote. Es gab hier einen Skate-Shop. Es gibt Veranstaltungen von Kindern, ich glaube sogar für Senioren. NASI hat doch für Senioren Computerkurse angeboten. Also es gibt hier eigentlich alles. Und es gibt einen Kaffee, es gibt gutes Essen. Warum auch die Bands immer das Conner Island mögen. Also Leipziger, die hier kochen, die haben ein Händchen fürs Kochen. Und ja, es ist einfach eine Zufluchtsstelle. Aber vielleicht sollte Garg oder Ecke das vielleicht noch mal sagen. Geht halt um dich. Ja, aber ich will ja auch keinen Mist erzählen. Aber das ist für mich Conner Island. Deine Wahrnehmung zählt. Also ne? Für mich ist das Conner Island meine zweite Heimat neben meinem Wohnzimmer, in meiner Wohnung. Schön eh und je. Und ich würde alles für diesen Laden tun. Ja. Hm. Das ist doch eine große Aussage. Es wurde uns ja auch im Vorfeld schon zugeraunt, dass es ohne dich viele Bands im Conner Island gar nicht gegeben hätte oder nicht so regelmäßig gegeben hätte. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, du hast es eben so angerissen, dass du einer der Ersten warst, der Gorilla Biscuits durch die Stadt gefahren hat und irgendwann haben dann die ganzen Bands... Mit den Bands Dessauern zusammen zum Beispiel, mit Maxe und F. Das ja, und dann haben die bei dir gewohnt. Na, woher die kamen die? Okay, wer hat denn bei dir gewohnt? Also übernachtet. Ja, meinte ich ja mit übernachtet, mit wohnen. Ja, also eigentlich alles. Also wir hatten schon mit Integrity Küchenpartys gehabt, Akustik. Was haben wir noch gehabt? Wir hatten eigentlich jede Band. Also alles, was hier in Leipzig, kann man so sagen, nicht mit einem Nightliner in den 90ern kam, war eigentlich bei mir. Ob das Anti-Heroes waren oder Peter Pan Speedrock oder wie hießen sie, Mörser oder, nee, nicht Mörser, wie hießen sie denn, aus dem Umfeld von Heffenschall-Börn. Die mit den zwei Bässen, wie hießen die denn? Mörser, genau, Mörser hat auch bei mir geschlafen. Dann Apinanda, diese ganzen schwedischen. Genau, also eigentlich alles. Mhm. Ja, kannst du nach diesen ganzen Jahrzehnten, du und Conner Island, irgendwie überhaupt noch sagen, gibt es da so Konzerte, die für dich herausgestochen haben? Oder ist einfach alles geil? Alles ist nicht geil, also ich bitte. Okay, was war das schlechteste Konzert, was du je im Conner Island gesehen hast und warum?
Jetzt guckt er in die Runde, weil was kann er sagen, was darf er nicht sagen? Ich bin gespannt. Schlechtes. Also ziehst du hier gerade den Zuschauer-Joker? Okay, ich weiß, was wirklich schlecht war. Also ja, meiner Meinung nach. Was? 25 to Life. Furchtbar. Ja, das kann ich, das glaube ich, also, ungesehen. Zumal man den ja dann auch, auf, wenn ich dann mit Touren gefahren bin, auch, dass da jeden Abend ein T-Shirt rausgeholt hat, was er der Woche, also den Abend davor schon als Einzelstück für viel Geld verkauft hat. Also es war viel Rip-Off und nichts mit Unity. Ja, gut, über Richter Live können wir wahrscheinlich auch stundenlang reden. Was ja, wie, ich lese wie durch auch, der ist. Ich lese ja auch gerne seine Instagram-Posts, die, weil die sind großartig. Ja, also 25 to Life war ein herausragendes Konzert. Das schlimmste Konzert für mich war, eigentlich auch mit das schönste, 94 war das, da hat No For An Answer, wo die einmal hier waren, gespielt und die hatten Nation on Fire als Vorband gehabt. Und ich war totaler Fan von Nation on Fire. Die LP und die 7-Inch, großartig. Diese Doppel-7-Inch, ne? Ja? Mhm. Das war eine Doppel-7-Inch. Genau, eine Doppel-7-Inch. Und Fan. Also das waren Götter für mich, so großartige europäische Hardcore-Musik. Und dann haben die als Vorband von No For An Answer gespielt. Und ich immer so mit meinen Kumpels gestritten, nee, wann kommt denn endlich No For An Answer auf die Bühne? Man hat kein Lied erkannt. Bis auf Dedication, dann am Ende habe ich erkannt, das ist Dedication von der Melodie. Also der Sänger, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Das war das schlimmste Konzert, neben Rick the Life. Ja. Aber das war in Chemnitz, wo ich die gesehen habe. Die haben ein, zwei Tage später hier im Eiskeller gespielt. Oder so umgedreht, ja. Über Weihnachten war das. So, und kannst du uns noch mal erklären? Ich muss es gerade noch mal eben verstehen. Dedication ist aber, das ist ja aber ein Song von Nations on Fire und nicht von Vorne Nee, ich rede ja von Nations on Fire. Ah, ja, okay, alles da habe ich nichts verstanden und war die absolute Hölle. Hm. Also es war so schlecht, so schlimm. So, und war aber jetzt mal unter uns. Hört ja niemand zu und du bist ja, blende die anderen mal aus. Was ist denn eigentlich mit dem legendären Earth Crisis T-Shirt-Verbot im Coney Island? Was war da los? Es gab ja nicht nur ein Earth Crisis T-Shirt-Verbot. Was gab es denn noch alles? Es gab ein Earth Crisis Auftrittsverbot. Ja gut, das, okay. Und das hing damit zusammen, also jede, und man kann es lieben und man kann es hassen. Das Plenum legt ja fest, welche Band spielt. Mhm. Und, Konsensentscheidung eigentlich immer? Das ist eine Konsensentscheidung, ja. Okay. Und das ist viele gute Seiten. Manchmal fragt man sich, na, warum ist denn die Entscheidung zustande gekommen? Aber ich finde das prinzipiell gut. Mhm. Sodass auch der Laden dahinter steht, das ist eigentlich das Wichtige daran. Weil natürlich auch Bands oder der Laden, sagen wir mal so, von außen häufig angegriffen wird. Mhm. Also zum Beispiel, weiß ich noch, Per Kehle, die hatten das erste Mal hier auf Eude Meeting gespielt und mein Kumpel Ecke, ihr habt die irgendwie sogar gebucht, ne? Die ziehen genau. Aber auch schon ein bisschen komisches Publikum, oder? Ja, aber da kennen die ja nichts dafür. Und ich weiß noch, ich habe damals das erste Interview mit denen gemacht und habe dann natürlich auch nachgefragt, sag mal, wieso singt, das wird denen ja so vorgeworfen, dass die schwedisch-nationalistisch sind. Mhm. Und haben die gesagt, wir verstehen das gar nicht, was das Problem ist, weil wir sind stolz auf Schweden und freuen uns, weil jede Band dort als, ja, wie soll man sagen, Schülerband gefördert wird. Die kriegen Geld, die kriegen Equipment, die kriegen sogar eine finanzielle Unterstützung, wenn die auf Tour gehen, was kein anderes Land macht. Und daher kommt das. Und dann wird da schnell gesagt, Grauzone oder irgend sowas. Und das, was ich hundertprozentig weiß, dass hier nichts, was Grauzone ist, spielt. Weil, wie gesagt, das ja auch erstmal vom Plenum abgedeckt wird, aber dann stehen wir auch alle dahinter, hinter der Entscheidung vom Plenum.
egal ob jetzt ja oder nein. Mhm. Und Earth Crisis war, ja, Karl hat halt auch von der Bühne runtergetreten und das ist genauso ein Punkt, was ich so verinnerlicht habe und gut finde an Eiskeller oder an Coney Island. Also ich sage immer Eiskeller, sorry, weil es für mich der Eiskeller ist. Dass sich jeder sicher fühlen soll, egal wer das ist. Und sicher fühlen heißt, eine Frau soll sich sicher fühlen, aber auch Dudes sollen sich sicher fühlen, dass nicht irgendwelche Kloppies hier Beatdown im Pit machen und dann Leute wegschlagen. Dann gehen wir halt auch rein und holen die uns raus. Und wenn sie sich halt nicht beruhigen, dann gehen sie halt. Gibt es da oft Reibereien oder dass sich die Leute nicht an die Regeln halten? Nein. Also ich glaube auch, dass jeder weiß, dass wir eine gute Seekuh haben. Vor allen Dingen früher, wir haben uns auch den Namen erarbeitet. Das haben auch viele kennengelernt dann hier, die sich daneben benommen haben oder irgendwelche komischen Sachen gesagt haben. Mhm. Also ich glaube, die wissen schon, was passiert. Du hast das Plenum und die anderen Leute, die da im Hintergrund arbeiten, eben schon erwähnt. Nun gibt es das Coney Island ja schon auch unglaublich lange. Wie erneuert sich das Plenum eigentlich oder diese ganze Mannschaft dahinter eigentlich regelmäßig? Also hat das... Also ich war dreimal beim Plenum bewusst. Ich kann nicht zum Plenum sagen. Nein, also, ich weiß schon, wie sich das, also als Außenstehender, mich, erneuert sich das häufig auch dadurch, dass natürlich auch viele, die nach Leipzig kommen, hier studieren, sich dann auch hier einen Zufluchtsort schaffen und die natürlich dann auch politisch sich einbringen, kulturell einbringen. Und ich sag mal so, also ich kann jetzt auch nicht für die ganzen Genres reden vom Coney Island, aber so was, wir nennen uns Stromgitarre, alles was so ein bisschen lauter ist, ja, das sind halt alte Typen wie ich dabei und dann sind halt hübsche junge Männer in der Blüte ihres Lebens dabei, wie Paul. Und dann viele Frauen, schon immer, was wir ganz wichtig finden. Und ja. Und Nachwuchsproblem gibt es nicht, sagst du? In dem Sinne sehe ich das nicht so. Ich habe jetzt nicht in den letzten 2 Jahren gesehen, was passierte. War ja nicht viel los, außer Screening. Ja. Aber davor war nicht das Nachwuchsproblem in dem Sinne. Nö. Also ich sag mal so, also meine Tochter hat jetzt eine Auktion gestartet fürs Coney Island, dass halt Geld reinkommt. Also ich meine, die geht hierher, seitdem die im Prinzip Kleinkind ist, Baby. Mhm. Und meine andere Tochter, die ist 12, die hat hier schon mit 6 Jahren beim Subotnik, also das heißt, Subotnik ist sauber machen. Irgendwie Samstag sauber machen und hier das Gelände oder den Laden auf Vordermann bringen. Und da stand die auch mit dem Besen da. Und die machen da schon mit. Und natürlich wachsen die da auch ein bisschen mit rein. Wenn du eine Sache am Coney Island verbessern könntest, was wäre das? Was? Ich würde, also wenn ich eine Sache machen könnte, ich würde wieder mehr Eu zulassen. Gibt es Eu-Verbote oder was? Nein, es gibt kein Eu-Verbot. Zum einen liegt es daran, dass vielleicht auch aktuell nicht die absolut heißesten oder besten Eu-Bands unterwegs sind. Aber ja, diese Konzerte fand ich immer wichtig. Zumal, das muss ich halt auch sagen, das ist das, was ich an Coney Island immer geliebt habe, wir konnten die Veranstaltung machen. Also wenn jetzt irgendwo, sagen wir mal in Bautzen oder in Dresden irgendwie
ja, eine Oi-Band von früher gespielt hätte, hätte es wahrscheinlich eher Stress gegeben oder in Zwickau. Aber hier waren die sicher. Also das war ganz klar, was das für eine Veranstaltung ist. Das ist antifaschistisch, das ist nicht irgendwie sexistisch. Ja, es gibt natürlich auch Bands, die niemals hier spielen würden, Oi-Bands, weil sie halt Texte haben. Ja, ich meine zum Beispiel bei Earth Crisis, also die, das klingt vielleicht wie Kindergarten und verrückt, aber wenn wir lesen uns die Texte durch und auch Statements und Interviews, und zum Beispiel Earth Crisis hat ja auch ein Interview gegeben, wo die die Todesstrafe befürwortet haben. Das war ja eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum die dann hier ein Verbot hatten. Mhm. Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, können wir sagen, ja, was habt euch mal nicht so. Das haben uns auch viele gesagt. Aber dann gibt es immer die Möglichkeit, und das finde ich das Gute daran, dass die sich nicht rechtfertigen, aber dazu Stellung beziehen können. Also die werden erst mal gehört, bevor die dann ein Verbot kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt rüberbringe. Aber ich denke schon, also, wir müssen so verstehen, also ich meine, dasselbe ist ja jetzt heutzutage hauptsächlich, wenn es gegen Israel geht. Mhm. Das Conner Island steht für das Recht des Staates Israel. Da gibt es keine Diskussion. Da sind wir uns alle einig, auch wenn wir nicht alles toll finden. Aber das Recht von Israel besteht. Und das ist auch eine klare Aussage von uns allen hier im Laden. Und da werden auch bestimmte Sachen nicht erlaubt. Und wenn dann halt diese Organisationen oder Künstler, die sich dafür Boykott und also BDS-Scheiß und so, genau, stark machen, dann werden ja auch ausverkaufte Konzerte abgesagt. Natürlich kriegen wir dann, oder wir, also das Conner Island, ich kann mich ja nicht als wir bezeichnen, also das Conner Island kriegt dann Negativ-Mitteilungen nicht nur aus der rechten Ecke von irgendwelchen Nazis, sondern auch aus der arabischen Ecke. Ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, den haben wir denn ausgeladen? Hä? Naja, das ist ein Shitstorm, genau. Weil das ist ja nicht okay. Also man muss ja eigentlich pro-palästinensisch sein. Und das heißt ja nicht, dass man dagegen ist, aber jeder hat ein Recht zu existieren. Und ja, dann gibt es halt richtig Shitstorm und dann muss man das auch durchstehen. Und das geht ja teilweise so weit, dass es dann Aufrufe gibt, hier boykottieren, und dann kriegen Bands und Veranstalter Briefe von irgendwelchen nicht existenten Adressen und irgendwelchen Organisationen, wo wir natürlich auch wiederum ein Statement rausgeben. Und ich meine, alles was, auch das ist ja in einer gewissen Art und Weise faschistisch. Und genauso wie ich keinen brauche, der hier mit einem Hakenkreuz aufmarschiert, brauche ich auch den Scheiß nicht. Oder wir. Aber nochmal zurück, also eigentlich zu der Hauptaussage. Also die kriegen die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen und ihre Meinung uns mitzuteilen, und dann wird darüber diskutiert. Meistens kommt er ja gar nicht zurück. Das wird ja auch nicht genutzt dann. Aber hat es auch schon die, den Fall gegeben, dass, ich sage jetzt mal, eine Band so ins Visier bei euch gekommen ist, ihr habt denen die Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen, die haben Stellung bezogen, und dass ihr dann nach der Stellungnahme dann auch tatsächlich wieder eure... Natürlich. Das hat schon gegeben, okay. Natürlich, da brauche ich ja keine Stellungnahme zu verlangen, wenn ich die Teufel komm raus, dann sage ich, okay, ihr seid böse und ihr dürft nicht spielen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um... Kommunikation und Austausch und zu verstehen, was die damit meinen. Man kann das ja auch manchmal verkehrt aus dem Kontext reißen. Ja. Und ja, ich weiß auch, dass eine Band, die zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, Combat 84 würde hier niemals im Eiskeller spielen. Schon alleine wegen dem Lied hängt den hoch. Auch wenn vielleicht jeder sagen würde, gut, das geht ja um Vergewaltiger in dem Lied, trotzdem geht das nicht. Und genauso geht es nicht, wenn ich sage, diese militante vegane Sache, die damals in den 90er waren, so Hardline-Bands, die hätten ja niemals gespielt. Ich schlachte dich auf wie ein Tier und dein Blut läuft von, wie hieß denn das Lied?
irgendwas mit Queen. Ja, Raid war das damals. Queen of the Raid, ja. Genau. Oder Vegan Reich. Das war so diese Hardline-Sache. Sorry? Statement auch, ja, aber die waren ja bis eine 7-Inch. Aber Raid und Vegan Reich waren ja groß. Nein. Und natürlich. Ja, also ich finde das, ich finde es, also ich habe tatsächlich, also ich habe, hatten wir im Vorfeld auch schon gesagt, ich habe gar nicht so eine Connection zum Coney Island. Ich war tatsächlich erst einmal da, erstaunlicherweise, was ich ein bisschen crazy finde. Ich habe es aber auch immer so von außen erlebt, dass es schon auf jeden Fall ein streitbarer Ort ist, so, ne? Also auch gerade mit der ganzen aktuellen Geschichten, die du angesprochen hast. Also und ich damals ja auch schon, ich finde das gut, so, ne? Also, dass es klar ist, dass es da ein Plenum gibt, was jetzt nicht irgendwie, was natürlich viele Leute nicht auch inhaltlich vielleicht anders sehen, ne? Das ist natürlich klar. Ich auch manchmal, aber ich sag mal total, so. Total, genau. Das Wichtige, also ich muss ja vor dem Laden den Hut ziehen. Also irgendwie stehe ich ja heute fürs Coney Island da, oder? Genau. Und ich bin wahrscheinlich einer der umstrittensten Personen des Coney Islands. Gebe ich ehrlich zu. Ja, weil ich auch nicht immer konform bin. Ja. Also mich dorthin zu stellen heute, ist auch mutig vom Coney Island. Ja, und ich weiß es aber auch zu schätzen und weiß auch, ja. Und ja, auch meine, nicht, das, wenn das Wichtige, finde ich, ist ja immer, dass da irgendwie noch eine Kommunikation stattfindet. So, ne? Und natürlich, das ist halt eben, dass das irgendwie, und dass man anderer Meinung sein kann, geschenkt so, ne? Und das ist aber auch klar, dass ein bestimmter Laden für bestimmte Prinzipien steht, finde ich auch total legitim, ne? Auch wenn viele Leute sagen, da teile ich das überhaupt nicht, wie auch immer. Und es gibt natürlich auch ein paar Themen, die einfach extrem in Deutschland extrem aufgeladen sind. Ne? Ja. Das ist auch mal dieser deutsche Sonderfall so. Aber wie gesagt, ich habe das irgendwie immer geschätzt. Ich teile auch überhaupt nicht jede Meinung so, ne? Aber ich finde das erstens gut, dass immer sehr offen auch kommuniziert wird, ja, so, manchmal mit ein bisschen Verzögerung, dann sagt irgendwie, hey, hier haben wir vielleicht irgendwie auch uns ein bisschen verrannt, bla bla bla, es gab irgendwie auch in den letzten paar Jahren irgendwie auch immer mal wieder Sachen, die auch sehr, sehr auch irgendwie dann so in Tagespresse tatsächlich so diskutiert worden sind, aber ich ziehe meinen Hut vom Conny ein für sagen, okay, es geht überhaupt auch nicht darum, irgendwie es allen recht zu machen oder sowas oder irgendwie everybody's darling zu sein, sondern irgendwie auch immer klar zu sagen, ey, es ist hier, wir reden über ganz viele Themen, wir bleiben irgendwie in Bewegung, wir haben ein paar Prinzipien, die sind aber auch irgendwie alles nicht, sozusagen nicht unumstößlich und wir sind eigentlich auch immer so gut es halt geht, ne? Und auch da wieder in Social Media Zeitalter kann man es auch nicht allen recht machen, sind wir aber erklärend, warum wir was machen, und warum, was unsere Meinung ist und wenn das tatsächlich irgendwie oder auch Konsensmeinung ist, dann wissen wir auch alle, wie schwer das überhaupt ist, überhaupt eine Konsensmeinung zu kriegen und ziehe ich auch meinen Hut vom Conny ein. Also ohne, ich habe da zu vielen Sachen, diese ganze Eu-Geschichte, ne, da habe ich auch nicht so einen Bezug Weiß zu. Ich habe ja eure Sendung so gehört, also zum Beispiel Basti Crack, da war der ja auch erstmal sprachlos, wo der gesagt hat, kommt bei der Heidi vor und bei Hammerhead, wo der meinte, der nette Mann, war der auch erstmal still. Ja, ja, genau. Aber das ist ja vollkommen. Wovon redest du? Weil wir sind vielleicht nicht so die Nummer 1 euer Experten. Aber Nummer mindestens, 2 schon, oder was? Mindestens nein, Nummer 2 und 3. Mindestens. Also, nee, aber nein, es ging Crack einfach darum, fragen, dass man. Denn der ist Nummer 1. Auf jeden Fall. Ja. Wollen wir mal ein bisschen. Ich meine, dieser Diskurs oder diese, ja, darüber auch zu diskutieren und verschiedene Meinungen zu sehen und vielleicht auch den Kontext zu sehen. Ja, absolut. Ja, das ist wichtig. Und ja, absolut. Also ich würde mich niemals vergleichen, also beste Beispiel, Böse Onkels. Ja, die habe ich früher gehört, weil die einfach auch gegen den Staat waren. Also die haben jetzt nicht unbedingt für Sozialismus und Diktatur des Proletariats gesungen. Und die habe ich genauso gehört wie neben VKJ und OHL und Bauhaus und Killing Joke, also das, was man halt gekriegt hat. Natürlich gab es auch viel Mist, was man weggeworfen hat, aber ja, das sind Sachen, die ich verinnerlicht habe oder die, mit denen ich groß geworden bin. Aber ich war niemals auf einem Böse Onkels Konzert bis
vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Niemals, weil ich ganz eindeutig gesagt habe, ich gehe dort nicht hin. Ich will mit diesen Doof-Heinis nicht dort hinstellen. Und ich will auch nicht diese Typen, die dort in dem Publikum sind. Und auch die haben ja eine gewisse Entwicklung gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viele Freunde, die heutzutage in der Szene aktiv sind, die zu ihrer Vergangenheit stehen und auch sagen, ja, damals war das einfach so. Da bin ich dort und dort groß geworden, da konnte ich nicht anders. Das war halt meine Prägung, auch teilweise zu überleben Anfang der 90er. Also wenn man in Grünau war und man war Punker, da war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dann jeden Tag verprügelt wird. Mhm. Aber ich wollte niemals mit denen zusammen. Und ich weiß noch, wo die das Abschiedskonzert gegeben hatten, hätte ich mit hingehen können. Einfach mit Bands, die dort gespielt haben. Und ich bin nicht hingegangen, obwohl ich in der Psychotherapeutenausbildung an dem Wochenende nur gutes Stichwort eine Stunde weg war. Billy, aber, ich würde gerne mal tatsächlich so ein bisschen so einen kleinen Sprung machen, weg vom Con Island, weg von Onkels. Ja. Zu Onkel Billy nicht. Wieder. Nein, ich wollte bloß das mal klar machen, dass es halt wichtig ist, dass man redet. Genau. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal zu deinem Job kommen. Also okay. Du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Ja. Korrekt? Mit eigener Praxis in Leipzig. Ja, niedergelassen, ja. Niedergelassener Arzt. Du hast in der Zwischenzeit auch einen Doktor gemacht. Was war denn das Thema? Wie hieß deine Doktorarbeit? Meine Doktorarbeit hieß Applikation eines Konzentrationstrainings mit Entspannungstechniken bei konzentrationsgestörten Kindern und Jugendlichen mit Hinblick auf organischen Vorerkrankungen. Es geht doch nichts über so einen kurzen, knackigen Titel von der Doktorarbeit, oder? Catchy, würde ich sagen. Ja. Ich habe doch gesagt, ich habe ADHS gehabt als Kind. Ja, erzähl uns mal davon. Also was für Kinder und Jugendliche kommen zu dir? Warum kommen die? Moment, ganz kurz, bevor wir da hinkommen. Ich würde noch was Zusätzliches ergänzen wollen, weil... Also ich muss vielleicht... Hab ich ganz kurz das Wort. Und zwar, was man ja zu dir wissen muss, ist, du hast ja noch auch ein paar Zusatzqualifikationen, nämlich du machst autogenes Training, Jakobsonsche Relaxionstherapie, die berühmte PMR, Hypnose. Mhm. Das fände ich gut übrigens, wenn wir nachher vielleicht so eine kleine Hypnose noch machen können. Dann bist du Neurodermitis-Trainer, Fachtrainer im Bereich rheumatologischer Patientenschulung. Dann hast du eine Trainerausbildung Minikiss-Konzepttherapie gemacht. Du bist ein Stepping Stones Triple P Elterngruppentrainer, Teen Triple P Gruppentrainer. Es reicht. Drei habe ich noch. Triple P Einzeltraining, Trainerausbildung, ADHS Elterntraining und du bist zertifizierter Neurofeedback-Therapeut, IFEN. Also. Ich bin auch noch Traumatherapeut und Schmerztherapeut. Ich habe meine Webseite nicht upgedatet. Siehste. So, und jetzt erzähl uns mal, was du so, wie sieht dein Tagesablauf aus? Was machst du täglich? Womit bist du so konfrontiert und was machst du mit den Kindern, Jugendlichen? Ja, also ich fange meistens um 8 an und arbeite bis frühen Abend. Mit Pausen. Also es hängt ja logischerweise bei Kindern und Jugendlichen ist ja häufig eine Schulproblematik mit drin. Und dadurch, dass man die ja dann nicht aus dem Setting rausnehmen will, jedenfalls ich nicht, werden die meisten Sachen Nachmittag ablaufen, wenn die Schule vorbei ist. Und ich habe mich so ein bisschen in Anführungsstrichen spezialisiert. Ja, also ich habe früher konsiliarisch in einer Kinderreha-Klinik gearbeitet. Also konsiliarisch heißt, ich hatte meine eigene Praxis und die haben mir dann als freien Mitarbeiter, also ich bin dann in die Klinik gekommen, habe dort bestimmte Tätigkeiten ausgeführt, Schulungen und dergleichen. Und hatte dann
immer mehr Einblick in so organische Erkrankungen, die aber auf die Psyche und Lebensqualität sich niedergeschlagen haben. Und das hat mich interessiert. Ich wollte auch nicht jeden Tag irgendwie Verhaltensgestörte haben oder Essgestörte. Und habe dann mich so in diese organische Sache mit Psychoproblemen reingearbeitet, spezialisiert, kann man sagen, weil für die nicht viel da ist. Also da fehlt vieles im ambulanten Bereich. Ach ja, ich bin auch Psycho-Onkologe. Was ist das? Das ist, wenn man halt eine onkologische Erkrankung hat, also einen Tumor, Krebs. Und arbeite halt mit den Kindern, Jugendlichen. Und teilweise sind die jetzt nicht unbedingt selber mit einem Tumor betroffen, aber vielleicht Familienangehörige halt auch mit dem Umgang oder Tod, Sterben. Das ist halt auch nicht unbedingt ein Thema, was man so jeden Tag haben möchte in einer Psychotherapeutenpraxis. Ich habe da ein bisschen, also ich weiß, dass man damit viel an Lebensqualität verbessern kann und dass es von den Patienten wertgeschätzt wird und bin dann halt so eher in diesem Bereich drin. Dann habe ich viele Autisten. Warte, lass uns ganz kurz in dem Bereich bleiben, damit ich mir das vielleicht noch ein bisschen plastischer vorstellen, weil es jetzt sehr abstrakt ist. Also wenn ich das richtig verstehe, wäre so ein typischer Fall für diese spezielle Ausrichtung von dir. Wir haben eine Familie, sagen wir mal, ein Elternteil ist unheilbar erkrankt und die psychische Auswirkung, die das, sagen wir jetzt mal, auf ein jugendliches Kind oder ein Kleinkind hat, praktisch mit der... Und auf die ganze Familie. Also oder auf die ganze Familie, praktisch damit konfrontiert zu sein, ein Familienmitglied zu haben, von dem, sagen wir jetzt mal, relativ sicher ist, dass es stirbt. Und du kümmerst dich dann um die Familie, um die so ein bisschen einzufangen von diesem Trauma oder von diesem Schock oder wie man es auch immer nennen will. Ist das so ein typischer Fall? Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, Umgang und Verarbeitung mit Krankheit, Tod und Sterben, teilweise Abschied nehmen. Ob das jetzt jemand familienbetroffen ist oder ob das der Patient selber ist oder die Patientin. Und denen helfen. Kann man das in 3 Sätzen sagen oder in 4 Sätzen sagen, was du dann genau mit denen machst? Nee. Ja, also man arbeitet mit denen dort, wo die halt sind. Und, also die kommen aber zu dir. Ich habe auch nicht so richtig so ein Bild. Also du hast eine Praxis. Also, das heißt, du hast dann am Tag 3, 4, 5 Leute, die Kinder, Jugendliche, die kommen und ihr macht, was machst du? Führt Gespräche und macht Übungen. Ja, wir arbeiten an dem Thema, was die mitbringen, was die beschäftigt, warum die da sind. Ja. Und wir arbeiten daran, bedeutet, ihr sprecht darüber oder was? Sprechen, da gibt es verschiedene Verhaltensstrategien. Kognitive Therapie heißt ja auch bestimmte Glaubenssätze ändern, bestimmte Gedanken ändern, ein anderes Mindset kriegen, einen anderen Blickwinkel. Wie lange machst du das schon? Niedergelassen? 11 Jahre. Ja. Okay. Also hast du das Gefühl... Also ich meine, die Gesellschaft ändert sich ständig, ne? Also hast du das Gefühl, dass sich auch die Probleme der Kinder und Jugendlichen, die zu dir kommen, ändern? Oder ist das im Prinzip das Gleiche seit 10, 11, 12 Jahren? Es war im Prinzip das mehr oder weniger das Gleiche. Also es kann ja auch ein ganz anderes Problem dahinter stecken und sich im Verhalten oder im Erleben ganz anders äußern. Man muss ja erst mal gucken, was überhaupt das Problem dahinter ist. Also das ist ja nicht so, jemand, der depressiv ist, ist depressiv. Da kann ja auch aggressiv sein, zum Beispiel. Also erst mal rausarbeiten, was das Problem ist, was auch das Ziel ist. Aber wie gesagt, seit, das habe ich am Anfang gesagt, seit 2 Jahren merke ich Corona.
Also da kommen deutlich mehr Leute, die Anpassung, ich nenne es mal Anpassungsstörungen haben. Also das ist noch nicht irgendwie manifestiertes Großes unbedingt. Was klingt für mich, als ob das besser ist, weil man damit einfacher arbeiten kann. Nein. Ist das so? Nee, man kann, ein Trauma kann man erst nach einer bestimmten Zeit geben. Weil ja, also sagen wir mal so, früher war es so, wo ich jung war, wenn jemand gestorben ist, dann hat der Ehepartner, die Ehepartnerin ein Jahr lang schwarz getragen. Mhm. Hätte die aber 5 Jahre schwarz getragen, wäre es komisch gewesen. Macht das Sinn? Also es gibt eine bestimmte Zeit, wo Trauer logisch ist oder wo man die mal auch braucht. Aber wenn das eine bestimmte Zeit dann überschreitet und dann pathogen wird, also krankhaft, dann muss man was dagegen tun, dann kann das schon ein Trauma sein. Und die meisten, also viele, die hatten einfach Probleme mit dieser Homeschooling-Sache. Keine sozialen Kontakte. Dadurch sind viele auch ängstlich geworden. Also Schulprobleme, die von weg nie Probleme in der Schule hatten, weil die einfach nicht in dem Setting zu Hause Homeschooling machen konnten. Oder vielleicht auch die Unterstützung gefehlt hat. Und jetzt einfach hinterherhängen. Sind eigentlich so die Kinder und Jugendlichen, die zu dir kommen, hast du das Gefühl, dass die dankbar sind? Und erwartest du das? Ich erwarte eigentlich, dass die sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hierher kommen sollte, am Ende. Also ich finde, dankbar, also als das ist meine Meinung, als Therapeut zu erwarten, dass jemand, ein Patient, dankbar ist am Ende, bindet die Person eigentlich schon wieder zu sehr an den Therapeuten, an die Therapeutin. Ich finde es gut, wenn die am Ende sagen, ich weiß gar nicht, was du hier mit mir gemacht hast, keine Ahnung, warum ich hierher kommen sollte, mir geht's gut, ich kriege das alleine hin. Also so ein Selbstwirksamkeitsgefühl. Das finde ich viel wichtiger, als wie jemand, der sagt, ich brauchte unbedingt dich und danke und Therapie, hurra, weil dann auch so häufig das Gefühl ist, ohne Therapie kann ich nicht sein. Jetzt ist ja so eine Therapie, wird ja im Zweifelsfall immer für eine bestimmte Zeit von den Krankenkassen und sowas übernommen. Wie oft hast du das Gefühl, dass du sagst, aber ey, eigentlich würde ich die Leute jetzt lieber noch nicht sozusagen von mir gehen lassen, weil die brauchen eigentlich noch mehr Unterstützung. Also ich habe Patienten, die sind bei mir schon seit 10 Jahren. Also es gibt Möglichkeiten und weil manche brauchen das einfach, wo man ja bestimmte Angebote machen kann, dass man das ziehen kann. Ja, es gibt eine bestimmte Vorschrift, wie lange das läuft, aber dann gibt es auch Möglichkeiten, das zu verlängern. Und wenn das geht, mache ich das natürlich. Also wenn es notwendig ist. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass du manche Patienten hast, die du im Grunde 10 Jahre begleitest. Aber nicht jede Woche. Also. Okay, verstehe ich. Aber liegt das einfach daran, dass das so komplizierte Fälle sind? Oder denkst du auch manchmal, Mist, ich krieg's nicht richtig hin? Also der müsste eigentlich schon geheilt sein. Also gibt es so Konstellationen, wo du auch mit dir und deinen Ergebnissen so haderst, weil es irgendwie zu lange dauert oder die Dinge nicht so richtig greifen, wie sie greifen sollten, im besten Fall? Sicherlich gibt es das. Ich bin ja auch nicht der liebe Gott. Also mit dem Anspruch ranzugehen, ja, ich kann jetzt jedem helfen oder kriege jedes Problem gelöst, das wäre ja schon total verrückt. Nein, manche brauchen das einfach, weil die so, ja, ich will nicht sagen gestört sind, aber einfach so geschädigt sind. Bei anderen,
das dauert einfach länger. Also wenn jemand eine fette Depression mit einem Trauma hat und vielleicht auch noch in dem Setting lebt, wo immer wieder Retraumatisierung stattfindet, dann kann ich nicht von einer Heilung ausgehen, ist mir ganz klar, das geht nicht. Aber ich kann begleiten, dass die den Weg aus dem Setting findet. Umgang damit finden. Verstehe, das begleiten. Ja. Das Problem ist ja bei Kindern und Jugendlichen, man hat ja nicht bloß den Patienten, die Patientin, sondern man hat ja die ganze Familie. Und ich kann zu denen nicht sagen, zieh doch mal aus. Dann geht es dir besser. Das geht nicht. Und Das muss ja fast schon doppelt so schwer sein, weil da ja gar nicht so viele Handlungsmöglichkeiten in der Tat bestehen. Also gerade wenn du sagst, das Setting ist häufig ein total wichtiger und ausschlaggebender Faktor dafür, dass es schlecht läuft. Aber genau das kann man ja gerade bei Kindern und Jugendlichen nur sehr schwer ändern. Richtig. Ja. Es ist, ich finde es schwieriger, als wie wenn man jetzt einen Erwachsenen hat. Da kann man sagen, ja, löse dich daraus, nimm deine eigene Wohnung. Das ist auch nicht so einfach gesagt, logisch, aber man hat halt nicht den ganzen Rattenschwanz dran. Kannst du eigentlich jetzt nochmal für uns Laien den genauen Unterschied erklären, was macht eigentlich ein Psychologe und was macht ein Psychotherapeut? Du bist ja Therapeut. Was ist genau der Unterschied in der Herangehensweise und in der Arbeit? Also ein Psychologe hat einfach nur kann man auch nicht so sagen, der hat ein Psychologiestudium gemacht. Und er kann nicht therapeutisch arbeiten als Psychotherapeut, weil die Psychotherapeutenausbildung, man sagen könnte, das ist wie eine Facharztausbildung. Und es gab jetzt eine Umstellung in der Ausbildungsordnung, jetzt ist es so, man muss den universitär machen, erstmal Psychologie und mit Master irgendwie Psychotherapie und dann darin in dem Rahmen halt die Ausbildung machen. Also es ist mehr ärztlich. Also man muss eine Approbationsprüfung machen und so. Also ein Psychologe ist kein Psychotherapeut, aber ein Psychologe kann ein Psychotherapeut werden. Der große Unterschied, was ich so immer mitkriege, wo viele Leute fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychotherapeuten. Weil, also der Psychiater ist halt ärztlicher Kollege, Kollegin und die machen auch die medizinische Behandlung. Das heißt also, bei dir gibt es überhaupt keine Pillchen oder Medikamente oder auch? Nein, ich kann keine Medikamente verschreiben als Psychotherapeut, aber ich muss die oder ich sollte natürlich, wenn das notwendig ist, die dafür vorbereiten und mit denen arbeiten, dass da so eine Compliance entsteht und dann mit dem Psychiater, dass der die dann verschreibt. Okay. Sag mal, dein ganzer subkultureller Background, ne? Also auf deiner Homepage hast du ein schickes Hemdchen an. Läufst du im Alltag auch mit Cheerleader-T-Shirt herum? Manchmal. Kriegst du da irgendwie mal von entweder den Jugendlichen oder Eltern oder sowas irgendwie Feedback? Also finden die das komisch? Ist das eher verstörend oder gibt es auch Anknüpfungspunkte im positiven Sinne? Also ich sag mal so, Jugendliche können, das klingt auch blöd, aber die riechen schon die Straße bei mir. Und ich habe auch schon viele Patienten und deren Eltern, besser gesagt deren Eltern, hier am Conner Island Eingang kontrolliert. Die sind dann immer ziemlich schockiert, wenn ich dann dort stehe. Nö. Und ich treffe ja auch Leute, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und auch wenn hier das alles clean ist, aber wenn ich kurze Hosen anhabe, da sieht man schon, dass ich tätowiert bin. Aber da hat nie jemand ein Problem damit gehabt. Nö. Und ich glaube, Jugendliche finden das sogar noch ganz ziemlich cool. Deswegen renne ich aber nicht mit kurzen Hosen rum auf Arbeit. Nein. Und das Hemd, was ich auf der Seite anhabe, ist natürlich ein Ben Sherman-Hemd. Natürlich. Natürlich. Ja. Und ist das ein befriedigender Beruf? Also tut das gut, das zu machen? Und ich hätte nicht diese. Erfüllt dich das? Ja. Also ich hätte nicht diese. Also wenn ich mal rechne, ich habe von 92 bis
2009 den Weg der Ausbildung, und ich musste ja Dippel-Dappel-Tour laufen. Also ich habe ja nicht einfach sagen können, ich habe jetzt ein Abitur und mache das jetzt. Also ich musste wirklich meinen Weg durchgehen. Und hätte ich nicht in Schottland meinen Master gemacht, wo hier in Deutschland noch niemand wusste, was ein Master ist, hätte ich auch nicht diese Ausbildung machen können. Ich hätte auch nicht promovieren können. Also ich hatte auch, ja, irgendwie hat es halt auch alles Vorteile gehabt, dass ich halt irgendwie immer weitergemacht habe. Und das war mein großes Ziel. Ich wollte das machen. Das ist ein Job, der mir Spaß macht und der mich erfüllt. Das heißt, das bleibt auch. Keine anderen Pläne mehr, nochmal irgendwie. Ja, irgendwelche Fortbildung muss es doch jetzt wohl noch geben. Also das würde mich jetzt aber wundern, wenn Willi da jetzt stehen bleiben würde, wo er ist. Meine Tochter meint, ich soll noch Statistik studieren. Statistik? Warum? Warum nicht? Weil Statistik auch Spaß macht. Sag mal, was wir noch gar nicht hatten, wieso eigentlich Billy? Das weiß ich nicht. Wieso wirst du Billy genannt? Also ganz früher war das so, es gab, wie gesagt, ich war ja bei der NVA. Und wenn man bei der NVA in Ausgang gegangen ist, gab es dort Vorschriften, die man mitnehmen musste. Also das wurde kontrolliert. Ganz kurz, dass ich dich unterbreche, könntest du dem Kollegen, der dir gerade so ein Glas gebracht hat, sagen, ich hätte auch gerne eins? Ja, er möchte auch eins. Catering hat nicht funktioniert. Hast du nicht gesagt, dass das Catering also vorbereitet? Nee, ich habe von dem Paul, ich weiß nicht, was du gekriegt hast, Jobst. Ich habe von dem Paul eine Kiste mit Champagner gekriegt. Ja, für heute Abend. Komischerweise nicht gekriegt. Nee. Gut. Okay, aber Billy, sorry, ja. Den Namen. Also, woher kam der Name, ja? Es gab bestimmte Dinge, die man mittragen musste, wenn man in den Ausgang gegangen ist. Das war Nähzeug, damit man einen Knopf wieder annähen kann, wenn man den verliert. Ein sauberes Taschentuch, ein Kamm, was bei mir viel Sinn gemacht hat, weil ich keinen Kamm brauchte. Ein Kondom, weil das wäre Zersetzung der Wehrkraft gewesen, hätte man sich da was eingefangen. Und im Osten hießen die Mondo und Billy Boy. Ah, die waren in so kleinen Plastikverpackungen, ja, ne? Ich hatte immer Billy Boy mit. Und dann kam noch das mit Billy Idol dazu, weil ich habe ja auch als junger Jugendlicher lange trainiert, die Lippe hochzuziehen, was dann meine Eltern immer wahnsinnig gemacht hat. Ja, das sind verschiedene Faktoren, die da reingespielt haben. Und wer sagt Sven zu dir? Meine Eltern. Okay. Und seit meiner Hochzeit auch meine Freunde aus dem Coney Island. Warum? Auf der Hochzeit waren. Lustige Geschichte. Wie gesagt, die Hochzeit war ein bisschen größer. Und wir haben einen Abend davor. Haben doch auch Ignite gespielt, ne? Ja. Allerdings unter dem damaligen Namen California United. Für die Moderatoren. Für die Moderatoren kommt jetzt von Garg. Vielen Dank, mein Freund. Ah, das ist also gut. Bitte ist, das mit Schuss, ist das mit Schuss für uns oder ohne? Schuss, Garg, mit? Ja, ne? Logisch. Ja, dann kannst du meins mittrinken, Christopher. Dann trinke ich deins mit. Ich krieg's von mir hier Orangensaft. Okay, mit Schuss. Nee, da ist kein Schuss drin. Ach, komm mal auf. Doch. ich habe heute noch kein Bier getrunken. Ja, ist klar. Auffällt. Ja, ist klar. Also Hochzeit mit ja, California also, United. Wie gesagt, okay. Die Hochzeit, wir haben abends, den Abend davor bei uns im Garten, also wir hatten ja auch kein Geld gehabt. Und wir haben gesagt, den Abend davor kommt ja alle, so der Großteil, die auch in der Kirche dabei waren. Und ja, wir treffen uns und grillen. Und meine Mutter kam und da saß so die Mio-10-Bande und Trashmark und alles Mögliche hinten im Garten bei uns und haben gegrillt. Und meine Mutter kommt und sagt so, ja, wo ist denn der Sven? Und alle, die angeguckten, die alle, gibt's keinen Sven.
meine Mutter, Tochter heiratet heute. Nee, ihr heiratet keinen Sven, hier gibt es keinen Sven. Und dann ist meine Mutter schon langsam böse geworden, weil die gedacht hat, die wird veralbert. Aber niemand kannte meinen richtigen Namen. Dann ist die wirklich mehrere lange Minuten durch den Garten geschossen, bis sie dann meine Schwiegereltern getroffen hat. Endlich, bis sie herausgefunden hat, dass, wenn die erzählt haben, hier heiratet Billy, dass es eigentlich ihr Sven war. Und seitdem sagen manche dann meinen richtigen Namen. Ja. Ja. Oh, dir ist Billy auch lieber? Ach, mir ist das wurscht. Okay. Also die ganzen Amerikaner sagen eigentlich Sven zu mir, weil das ist einfacher. Das verwirrt manchmal. Ich verwirre gern. So, und jetzt sag noch schnell, wie California United dahin kam. Warum haben die da gespielt und was haben die Schwiegereltern dazu gesagt? Die Schwiegereltern kannten die ja. Also man muss dazu sagen, seitdem Ignite nach Deutschland kam, und wann war das, 94? Da war ich ja noch in Afrika. Das war 94. Mit Slapshot und Groovy Movement haben die gespielt, die waren der Vorband. Und wo ich 95 wieder da war, haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und dann ab 96 habe ich eigentlich jede Tour in Europa mit Ignite verbracht. Also wir waren immer zusammen auf Tour und ich war halt Rotcrew. Und wir haben uns sehr eng angefreundet. Und also Soli und Brett sind ja nicht bloß Freunde, sondern das sind die Patenonkel meiner großen Tochter. Das waren meine Best Man Trauzeugen. Mhm. Und ja, das war dann ganz klar, dass die rüberkommen und spielen. Und dann haben wir hinterher noch 5-6 Tage so eine Tour gebucht. Mein Freund Garg hat das gemacht. Zusammen mit MAD und haben die das zum Hochzeit gespielt und am letzten Tag auf der kurzen Tour, dass ich das halt rechne, dass die halt keine Ausgaben haben. Ja. Und weil Soli unbedingt Ave Maria für mich in der Kirche singen wollte. Grüne Neune. Und das war auch... Hast du geweint? Nein, ich nicht. Warum nicht? Ich war viel zu aufgeregt. Aber wenn die Engelsstimme das auch noch macht, ja, wäre ja fast als wenn Klaus Meine das singt. Ja, also ich sag mal so, es gibt ein schönes Bild aus der Kirche. Da sitzen so die Leipziger Skinheads, also so die Coney Island-Leute. Und die sitzen alle dort und haben ein Taschentuch im Gesicht. Ja, ich habe das immer genannt, die Bank des Schreckens. Ja, nee, also es war schon sehr bewegend. Ich war viel zu aufgeregt. Was ist denn mit neuem Ignite-Kram? Bist du Fan? Ja. Ich habe gestern Abend Brett geschrieben, dass ich jedes Lied, was jetzt gerade rauskam, besser finde. Also gestern das Lied One Day, wie es heißt, finde ich großartig. Mhm. Wie früher. Das klingt wirklich wie früher, finde ich auch. Genau. Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ist jetzt gerade so ganz frisch was Neues raus? Neuer Sänger gibt's, ganz frischen neuen Sänger. Also die haben 3-4 Lieder jetzt draußen und die Platte kommt am 25. März oder 15. März, ich glaube 25. März kommt die raus. Und ja, also ich meine... Hätte auch in den frühen 2000ern rauskommen können, auf jeden Fall. Hätte auch in den 90ern rauskommen können. Vielleicht sogar, ja. Nicht ganz früh, aber so... Erster LP würde ich mal so, aber ich bin auch kein Ignite-Experte, insofern bin ich da auch raus. Ja, so, es ist halt wirklich wieder zurück, finde ich großartig. Ich hatte meine Zweifel gehabt am Anfang, ob das funktioniert mit einem neuen Sänger, bis dann ich den Sänger gehört habe. Ich wusste auch nicht, bis die das offiziell gemacht haben, wer es wirklich ist. So ein Metal-Dude ist das irgendwie, ne? Ja, der ist Gitarrist bei einer Metal-Band, genau. Genau, ja. Und ich hatte aber von Brett immer mal Aufnahmen gehört, wo er alte Lieder gesungen hat von Ignite. Mhm. Und da wusste ich schon, dass es halt aggressiver ist und so dreckiger klingt als wie Soli. Ja gut, ich meine, wie viele Sänger ist das jetzt? Vierte? Fünfte? Jein, das ist eigentlich, wär's der vierte, ja. Aber so kann man es nicht rechnen, weil... Warum denn nicht?
Ja, weil Nelson eigentlich auf dem Demo-Tape gesungen hat. Okay. Und aber klar war, dass der das nicht machen kann, weil der nicht touren will. Und dann hat Randy übernommen. Und da war auch klar, dass der das nicht machen wird. Das zweite Demo, weil der einen Studienplatz hat. Hm. Und daraufhin haben die halt jemanden gesucht. Und das war dann Soli. Okay. Aber war nicht Ignite eigentlich auch ursprünglich Uniform Choice? Oder will ich mir das nur an, dass da irgend so eine Überschneidung ist? Zumindest irgendwie das hat Lost and Found so als auch, sagen wir mal, Werbe- oder Promotion-Zweck rausgeworfen. Natürlich sind die mit denen verbändelt. Ja, mit Unity eher, ne? Aber Joe Foster war ja bei Unity. Genau. Ach, also richtig Unity, ja, das meinte ich auch. Nelson hat zu dem Zeitpunkt bei Triggerman gesungen gehabt. Und dann Brett hatte bei Matt Barrett gespielt. Und Casey ist ja auch von früher so Social Justice und die Ecke her. Und das sollte erst einfach bloß ein Demo werden. Und das haben die halt irgendwie an Lost and Found geschickt. Und da hat er dieses Geared for Life gemacht, diese Platte. Und das sind ja die zwei Demo-Tapes. Auf der einen Seite singt Nelson, auf der anderen Seite singt Randy. Hey, pass auf, Billy. Du darfst nur noch eine kalifornische Hardcore-Band für den Rest deines Lebens hören und eine New York-Hardcore-Band. Welche wählst du jeweils? Wo ziehst du denn gerade diese Frage her? Aus meinem omnipräsenten Brain. Mega. Instead. Okay, voll. Interessante Wahl. Ja, total interessante Wahl. Naja, hätte Ignite gedacht schon, aber Instead finde ich besser. Bin ja, wie gesagt, Ignite ist nicht meins. Nein. Okay, New York, komm, weiter. New York. Instead, das finde ich auch total krass, ehrlich gesagt. SFA. Oh, auch eine interessante Wahl. SFA, ja. Okay. Und ich würde nämlich langsam Richtung Ende kommen. Weil wir quatschen ja schon. Wer den nehmen von Kalifornien und New York? Ach so, Aber ich würde New York vielleicht Gorilla Biscuits nehmen. Ja, aber die haben nur eine Platte und zwei 7 Inches. Großartig, ja. Ja gut, aber SFA kannst du auch eigentlich nur die Single und die erste LP machen. Nein. Was, zweite LP findest du gut? Auch die dritte. Kenne ich schon mal, kenne ich gar nicht, wo es gerade eine dritte gibt. Wie heißen die? Ah, die kamen auf Webite raus. Ja, war das Webite? Oder nee, war auf alle Fälle ein deutsches Label. Okay, ich sag Gorilla Biscuits, ist ein bisschen langweilig, aber jetzt können wir eine schnelle Antwort haben. Und Kalifornien. Vielleicht sage ich einfach mal, ist jetzt nicht so richtig hardcore, aber ich würde Bad Religion sagen. Und ich würde sagen, New York würde ich Urban Waste sagen. Eine Single oder was für den Rest deines Lebens? Ja. Du bist ja bekloppt, aber gut, deine Entscheidung. Nee, es ging ja um eine Band zu hören. Ne? Moment, ich wiege das wieder auf, indem ich, also die wenigen Songs von Urban Waste, die wiege ich jetzt wieder auf, indem ich aus Kalifornien Black Flag mitnehme. Und da ist viel Stoff zu hören. Ja. Ja, da ist auch viel diverse Auswahl. Siehst du? Also wie angekündigt, ich will so langsam Richtung Ende kommen. Und wir reden am Ende gerne auch manchmal über Essen. Okay. Bist du jemand, der gerne und gut kocht, Billy? Ja. Was ist dein Lieblingskochgericht? Was ich am liebsten mache? Ja. Oder was bei deinen Gästen am beliebtesten ist an deinen Kochkünsten? Meine Gastfreundschaft. Okay, aber ein großes Herz voll Liebe. Ja. Gut. Und das Curry, aber im Curry ist das kannst Wichtigste, du hast ja auch recht. Also Curry mache ich gern, also indisch überhaupt. Dann koche ich sehr gerne auch schottisch. Shepherd's Pie. Das ist klassisch, Shepherd's Pie oder Shepherd's Pie ist geil. Haggis?
Haggis? Haggis ist ja einfach nur die Schafinnereien in Wiener Wurstpelle. Also da musst du ja nichts kochen, das musst du ja nur warm machen. Aber in Shepherd's Pie, das dauert anderthalb bis zwei Stunden. Also meine Töchter wünschen sich von mir, wenn ich koche, Shepherd's Pie und diverse Curries. Zusammen? Nein. Püriert? Nein. Aber Shepherd's Pie finde ich gut, da habe ich auch mal wieder Bock drauf. In vegan, natürlich. Und das kann ich noch gut. Ich bin fürs Weihnachtsmahl zuständig. Okay. Was gibt's da? Klassisch, traditionell irgendwas. Klassisch. Womöglich den Gans. Nee, Rotkohl, sage ich. Auf jeden Fall Rotkohl mit Klöße. Klöße. Und ich habe ja gehört, ihr habt. Nee, Christopher, du hast schon mal Klöße selber gemacht. Du machst aber die Klöße selber. Doch. Nee. Ich mache tatsächlich regelmäßig Klöße. Ich weiß, ich habe das in deinem Podcast gehört mit im letzten. Wo ihr über Thüringer Klöße diskutiert habt. Echelheimer. Ja? Ich bin vorbereitet. Nein, sehr gut vorbereitet. Nee, ich mache tatsächlich sehr gerne Klöße selber. Ich muss dazu sagen, zu dem letzten Podcast, richtige Thüringer Klöße oder Erzgebirger Klöße macht man natürlich mit einem Beutel. Da gibt es einen Sack, einen Kloßsack. Und dann reibt man die Kartoffeln und das macht den Unterschied. Und dann legt man das rein und macht das natürlich nicht in der Maschine, dass man die Flüssigkeit rausdrückt, sondern in den Kloßsack. Ich habe das zweimal gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Das ist Arbeit, oder? Ja. Aber finde ich gut, dass wir das nochmal erklärt haben. Kloßsack ist auch ein schönes Wort einfach. Ja. Ja, wie gesagt, für die Klöße ist dann meine Frau zuständig und das Rotkraut, ich bin für das Flügeltier zuständig. Und in derselben Zeit kommt das Christkind und schmückt den Baum. Während ihr kocht? Während ich die ganze Arbeite am 23. Bei euch kommt das Christkind. Nein, für den Baum. Das Christkind. Um Schmücken. Ja, das Christkind hat da Moment, aber ich dachte, wenn dann bringt das die Geschenke. Nein, da kommt ja der Weihnachtsmann. Das habe ich noch nie gehört, dass das Christkind. Das habe ich auch noch nie gehört. Also ich kenne ja immer nur, entweder es kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann. Ja, wir brauchten für unsere Kinder eine Begründung, warum die ins Bett gehen und warum dann der Weihnachtsbaum über Nacht auf einmal geschmückt ist. Ach, das machen wir zusammen tatsächlich. Das ist eine Familiengeschichte bei uns. Das wollten die nicht, aber seitdem meine große Tochter in Amerika war und meine kleine Tochter jegliche Tradition über den Haufen geworfen hat, weil sie sagt, macht sie so traurig, da muss sie an ihre große Schwester denken. Schmücken wir seit 2 Jahren auch zusammen und das Christkind kommt nicht mehr. Finde ich gut. Finde ich nicht gut. Doch, zusammenschmücken ist schön. Ja. Ich finde es nicht gut. Und dann habe ich eine Flasche Whisky in der Küche und kümmere mich um die Gans. Okay. Du kennst die Abschlussfrage, Billy. Nee. Was würde der 15-jährige Billy von Billy heute denken? Alles richtig gemacht. Gutes Schlusswort. Sehr gutes Schlusswort. Danke fürs Gespräch, Billy. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich hattet. Noch gerne. Ne? Dann tschüss. Tschüss. Das war jetzt das Ende des offiziellen Teils. Ende des offiziellen Teils. Wir können ja noch weiter quatschen. Ja, ich will jetzt erstmal die ganze Crew dabei sehen. Ich werde auch erstmal.